So, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann möchte ich beginnen, pünktlich, weil durch die Technik manchmal noch so ein bisschen Zeit uns verloren geht, und begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Anhörung im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Zunächst möchte ich für die Bundesregierung die parlamentarische Staatssekretärin, welche ist, wo ist sie, wo ist sie? Noch nicht zugeschaltet, glaube ich. Doch, Frau Kramme, Annette Kramme, ganz herzlich begrüßen. Super, das ist auf die, schon sieht man das manchmal nicht so drauf. Also, liebe Frau Kramme, seien Sie uns willkommen. Alle aktiv teilnehmenden Ausschussmitglieder sind wie die Sachverständigen über das Videokonferenz Cisco WebEx dabei. Gegenstand unserer heutigen öffentlichen Anhörung sind die folgenden Vorlagen. A, Antrag der Fraktion Die Linke, gute Arbeit und soziale Sicherheit für Gigworker bei der ortsgebundenen Plattformarbeit, Drucksache 16.886, sowie B, Antrag der Fraktion Die Linke, gute Arbeit und soziale Sicherheit für Crowdworker bei der ortsungebundenen Plattformarbeit. Die von den Verbänden, Institutionen und Einzelsachverständigen abgegebenen Stellungnahmen liegen Ihnen auf Ausschussdrucksache 19.11.880 vor. Von Ihnen, den Vertreterinnen und Vertretern der Verbände, Institutionen und von den Einzelsachverständigen, möchten wir hören, wie Sie die Vorlagen fachlich beurteilen. Zu Ablauf der heutigen Anhörung darf ich Ihnen, wie üblich, einige Erläuterungen geben. Die uns zur Verfügung stehende Beratungszeit von 90 Minuten wird nach dem üblichen Schlüssel entsprechend ihrer jeweiligen Stärke auf die Fraktionen aufgeteilt. Dabei wechseln die Fragestellerinnen und Fragesteller nach jeder Frage, das heißt also eine Frage, eine Antwort. Um die knappe Zeit möglichst effektiv zu nutzen, sollten möglichst präzise Fragen gestellt werden, die konkrete Antworten zulassen. Die Stoppuhr können wir in WebEx nicht einblenden. Das heißt, alle achten bitte selbst auf die Uhr. Ich sage in der Regel kurz vor Ablauf Bescheid. Wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit sind Eingangsstatements der Sachverständigen nicht vorgesehen. Hierzu dienen die vorgelegten schriftlichen Stellungnahmen. Schließlich noch der Hinweis, dass es heute am Ende der Befragungsrunde eine sogenannte freie Runde geben wird. Hier können Fragen aus allen Fraktionen kommen. Nun möchte ich die Sachverständigen ganz herzlich begrüßen. Es sind von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Herr Roland Wolf per Video zugeschaltet. Herr Wolf, ja. Ich grüße Sie. So ist es, ebenso. Danke, Herr Vorsitzender. Von der Deutschen Rentenversicherung Bund, Herrn Dr. Tiede. Da habe ich schon gesehen. Herr Dr. Tiede. Herr Tiede ist da und wartet auf Fragen. Ja, wunderbar, wunderbar. Ne? Ist ja genau wie letztes Mal. Wolf und Tiede waren auch dabei. vom Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland e.V., Herrn Dr. Lutz. Jawohl, ich bin auch dabei. Herr Dr. Lutz von Bitkom, Bundesverband Informationsgesellschaft, Telekommunikation und Neue Medien e.V., Frau Dr. Allegra Markert. Dankeschön, hallo. Wunderbar. Von der IG Metall, Frau Vanessa Barth. Habe ich eben schon gesehen. Ist sie nicht dabei? Frau Vanessa Barth? Eben waren Sie schon drin, ne? Ja, wir testen es auch nochmal. Ebenfalls herzlich willkommen, heiße ich die Einzelsachverständigen, Herrn Professor Enzo Weber. Den habe ich aber gesehen. Irgendwie klappt das nicht hier. Auch noch nicht, aber den habe ich eben schon gesehen. Komisch. Frau Dr. Wenkebach. Ich bin da, hallo. Grüße Sie. Endlich mal jemand da, wunderbar, Frau Wenkebach. Herrn Holger Schäfer. Ja, schönen guten Tag. Herr Schäfer, wunderbar. Herrn Ori Mittenmeier, der bei uns persönlich anwesend ist. Wo ist er? Herr Mittenmeier, seien Sie uns willkommen. Sowie Frau Veronika Mirschel per Video zugeschaltet. Ja, hallo, guten Tag. Frau Mirschel, sehr schön. Jetzt probiere ich nochmal Professor Weber. Und der wird sich wahrscheinlich noch zugeschaltet werden. Frau Vanessa Barth von der IG Metall. Ja, guten Tag, ich bin da. Wunderbar, jetzt ist er. Gut. Das freut uns sehr. Gut. Die Öffentlichkeit und weitere Kolleginnen und Kollegen aus unserem Ausschuss beteiligen wir über eine TV-Aufzeichnung an unserer Anhörung.
Die Aufzeichnung wird auch auf unserer Internetseite in der Mediathek zur Verfügung gestellt und bleibt dort abrufbar. Wir beginnen jetzt mit der Befragung der Sachverständigen. Dazu bitte ich, dass gleich zu Beginn die entsprechende Institution bzw. der oder die Sachverständige genannt wird, an die oder denen die Frage gerichtet wird. Als Ersten habe ich Herrn Heilmann von der Unionsfraktion. Herr Heilmann, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank an alle Sachverständigen, auch an die doch sehr aufschlussreichen schriftlichen Äußerungen. Meine erste Frage richtet sich an Frau Markert vom Bitkom und Herrn Lutz vom VGSDD und von der IW an Herrn Schäfer, nämlich können Sie noch mal insbesondere in den Zahlen eine Zusammenfassung geben? Sie haben das in schriftlichen Stellungnahmen ja schon gemacht. Wie sich die Plattformarbeit in den letzten Jahren entwickelt haben, wo sie eine wesentliche Rolle spielt und wie die Marktanteile sich verhalten. Vielen Dank, Herr Heilmann. Als Erstes Frau Dr. Markert. Ja, vielen Dank. Also Plattformarbeit, das kann man sagen, hat insgesamt zugenommen in den vergangenen Jahren. Einzelne Marktanteile lassen sich jetzt nicht so genau bestimmen. Das liegt auch daran, dass ja eben Plattformen häufig unterschiedliche Formen von Tätigkeiten da ermöglichen und anbieten. Insofern lassen sich da jetzt keine exakten Zahlen nennen. Es ist aber so, dass in manchen Bereichen vielleicht Plattformarbeit inzwischen schon etwas größere Marktanteile hat. Allerdings in der Summe hat Plattformarbeit insgesamt noch einen sehr kleinen Marktanteil, ist also sozusagen als Randphänomen noch zu beobachten. Vielen Dank. Herr Dr. Lutz. Wir haben zwar selbst keine Studien durchgeführt, aber ich habe mit vielen Autoren von Studien zu diesem Thema gesprochen. Sie haben übereinstimmend berichtet, dass sie ihre Auftraggeber regelmäßig etwas enttäuschen müssen, indem sie feststellen, dass sich bei Kraut und Gigwerk es sich um ein hauptsächlich nebenberufliches Phänomen handelt. Es ist dabei eine gewisse Wachstumsdynamik festzustellen, aber es ist jetzt nicht so, dass das in Kürze dann ein prägendes Phänomen sein wird. Das bestätigen auch unsere Mitglieder. Bei Ihnen stößt die Aufmerksamkeit, die die Plattformarbeit in der politischen Diskussion erfährt, auf ein gewisses Unverständnis. Sie sehen die Plattformarbeit außerhalb von Bereichen wie Fahr- und Lieferdiensten oder zum Beispiel Amazon Marketplace weder als Bedrohung noch als prägend für die Zukunft der Arbeit, zumal Microtasks, Quickwork und so weiter ja gut strukturiert sind und deshalb vergleichsweise leicht automatisiert oder auch ins Ausland verlagert werden können. Wo wir bei den Plattformen Fiverr oder Amazon Turk für kleines Geld Programmier- oder Designleistungen über Plattformen angeboten werden, sind die Anbieter in der Regel Berufseinsteiger oder Studenten nach unserer Beobachtung, oft auch Migranten mit geringen Sprachkenntnissen, die sich aber schnell von diesen Billigplattformen verabschieden, wenn sie sich professionalisieren. Die etablierten Selbstständigen gönnen diesen Gründern die Chance, sehen das aber nicht als ernstzunehmende Konkurrenz, denn unsere Kunden wollen in der Regel einen guten oder sogar den besten Dienstleister und nicht den billigsten. Wenn nicht beim ersten, dann spätestens beim zweiten Auftrag. Hier gibt es auch innerhalb der Plattform erhebliche Unterschiede bei Qualität und Honorarhöhe. Die Zukunft der Arbeit besteht unseres Erachtens in Wissensarbeit, in komplexen Projekten, die meist agil in Teams mit hoher Diversität erledigt werden. Wir müssen sicherstellen, dass diese hochqualifizierte, gut bezahlte Arbeit rechtssicher in Deutschland durchgeführt werden kann. Sonst findet die Zukunft der Arbeit womöglich anderswo statt. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächstes Herr Schäfer. Ja, vielen Dank. Es gibt relativ wenig eigenständige Empirie zum Thema Plattformarbeit. Das Ganze basiert im Wesentlichen auf Personenbefragungen und bei der hat man zwei Probleme. Das erste Problem ist, eine vernünftige Abgrenzung überhaupt von Plattformarbeit zu finden. Das ist zum Beispiel sehr deutlich geworden in der Studie von Bonin und Rinne, die das versucht haben mit Personenbefragungen empirisch zu umreißen und die dann eben unter anderem zum Beispiel festgestellt haben, dass viele Menschen sich als Plattformarbeiter oder angegeben haben, sie hätten Plattformarbeit getan, auch wenn sie mal nur etwas bei eBay eingestellt haben und verkauft haben. Also da muss man damit rechnen, dass das dann auch teilweise etwas zu viel oder etwas überhöht berichtet wird. Also Bonin Rinne haben auch geschlussfolgert, dass die Anzahl der Plattformarbeiter, die das wirklich als Hauptberuf machen, an der empirischen Nachweisgrenze sich bewegt.
Das zweite Problem, was diese Befragungen haben, ist ein Selection Bias. Also die an solchen Befragungen nehmen hauptsächlich natürlich die Leute teil, die sich dafür interessieren, für dieses Thema. Und das sind eben diejenigen, die schon mal in Berührung gekommen sind mit Plattformarbeit zum Beispiel, weil sie es schon mal gemacht haben oder vielleicht auch, weil sie es genutzt haben als Kunden. Insgesamt haben wir eine, wie gesagt, sehr schwache und sehr ungenaue Empirie, die geht so in die Richtung, wie gesagt, von der empirischen Nachweisgrenze bis ungefähr 2% der Erwerbstätigen. Was die zeitliche Entwicklung angeht, kann man nur mutmaßen. Vermutlich ist da schon ein gewisser Aufwuchs zu beobachten. Den können wir empirisch gar nicht vernünftig festhalten, weil uns die entsprechenden Beobachtungen über die Zeit hinweg fehlen. Was die amtliche Statistik angeht, da ist leider relativ wenig zu holen. Wir haben immerhin einen Überblick über die Anzahl der Solo-Selbstständigen, was natürlich selbstverständlich nicht alles Plattformarbeiter sind. Allerdings diejenigen, die Plattformarbeiter, die insbesondere eben in den Fokus des Gesetzgebers geraten, weil sie vermeintlich prekär beschäftigt sind, sind häufig Solo-Selbstständige. Also immer eine gewisse Schnittmenge haben wir da. Und da haben wir in den letzten Jahren eigentlich überhaupt keine steigende Inzidenz gesehen, sondern da können wir in den letzten Jahren sogar eher einen Rückgang beobachten, was den Anteil der Solo-Selbstständigen an den Erwerbstätigen insgesamt angeht. Danke. Vielen Dank, Herr Schäfer. Ich habe für die Unionsfraktion drei Fragesteller, Herrn Heilmann, Herrn Bjadatz und eventuell Frau Schimke. Herr Heilmann, ich frage Sie jetzt so lange, bis Sie sagen, ich soll Herrn Bjadatz fragen. Also Herr Heilmann, Sie haben das Wort für die nächste Frage. Vielen Dank. Ich würde eine Nachfrage stellen. Dann mag Bjadatz die Gelegenheit geben und dann wechseln wir uns ab. Ich hätte aber eine Nachfrage, nämlich haben Sie bei der Frage, so war auch das Thema Marktanteile von mir zu verstehen, wie viel dieser Plattformen verrichten ihre gesamte Tätigkeit, also Aufträge, Vermittlung und Abgabe an Solo-Selbstständige in Deutschland oder wie stark gibt es einen ausländischen Effekt, der da möglicherweise auch beim Regulieren schwieriger werden würde? Ich habe Sie so verstanden, dass Sie Herrn Schäfer das fragen, ne? Also, ich frage alle drei nach, ob Sie dazu zu diesen speziellen Aspekten noch was sagen können. Also, wunderbar, alle drei, dann haben wir als Ersten wieder Frau Dr. Markert, als RST, Entschuldigung. Also ich kann mich da nur dem anschließen, was Herr Schäfer auch eben gesagt hat. Wir haben da eben einfach insgesamt eine relativ schlechte Datenlage und wir dürfen das halt einfach nicht überbewerten. Also Plattformarbeit ist, wie gesagt, wirklich noch ein sehr kleines Phänomen gerade und das gilt es erstmal ausgiebig zu beobachten, bevor man da jetzt in irgendeine Regulierung eintritt. Dr. Lutz. Ich muss mich anschließen. Es ist sehr schwer, hierzu genauere Angaben zu haben. Ich habe gerade mit dem Experten noch telefoniert. Der hat mir gesagt, dass bestimmte Bereiche gerade gut laufen. Mystery Shopping, die Unternehmen wollen rausfinden, wie jetzt nach der oder in der Corona-Krise sich das Kaufverhalten verändert hat. Chatbots werden quasi da wird quasi die künstliche Intelligenz trainiert. Autonomes Fahren ist ein Gebiet, wo quasi künstliche Intelligenz trainiert wird. Aber diese Angaben beziehen sich ganz häufig eben auf die inländischen Unternehmen, die auch bei dem entsprechenden Verband zum Thema Crowdworking organisiert sind. Wie viel dann letztlich die ausländischen Unternehmen in Deutschland machen, das ist leider wenig transparent. Vielen Dank, Dr. Lutz. Herr Schäfer. Ich kann da leider auch nicht viel weiter Erhellendes zu beitragen. Kann mich nur anschließen dem, was gesagt wurde. Mir sind keine Erkenntnisse darüber bekannt, wie die Marktanteile zwischen inländischen und ausländischen Unternehmen verteilt sind. Vielen Dank. Dann jetzt Herr Bjadatz. Ja, vielen Dank, Herr Bartke, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich würde gerne eine Frage zum Fragenkomplex Vertragsgestaltung gerne an die BDA, an den Herrn Wolf, an die Bitkom, Frau Markert, an den VDSD, Herr Lutz und an den DRV-Bund, Herr Tiede, stellen. Was unterscheidet im positiven wie im negativen Plattformarbeit vom Arbeitsverhältnis und welche Abgrenzungskriterien, welche Abgrenzungsprobleme, welche Schnittmengen gibt es da dazu? Vielen Dank, Herr Bjadatz. Als X, als Ersten Herrn Wolf. Ja, vielen Dank für die Frage.
Ich glaube, diese Frage ist tatsächlich nicht nur spannend, sondern sie ist auch wahnsinnig schwer zu beantworten. Das hängt eben auch mit den Zahlen zusammen, über die wir hier sprechen. Die Vorredner haben das ja schon deutlich gemacht. Die Zahlen sind höchst disparat und dabei sind die ausländischen Anbieter noch nicht einmal berücksichtigt. Wir diskutieren, wenn man sich die eingereichten Stellungnahmen ansieht, zum Beispiel auch mal von den Gewerkschaften, zwischen 500.000 und 5 Millionen. Nicht? Das sind alles sehr, sehr disparate Zahlen. Und genauso disparat wie diese Zahlen ist eben auch die rechtliche Einordnung. Wobei man sagen muss, die rechtliche Einordnung richtet sich ja einmal nach der groben Abgrenzung selbstständiger Arbeitnehmer. Aber wir haben ja in Deutschland, ich sage immer zum Glück, ganz viele Schattierungen in diesem Bereich, Herr Abgeordneter. Wir haben die Schattierung arbeitnehmerähnlicher Selbstständiger und Heimarbeiter. Und wenn wir uns zum Beispiel die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, insbesondere in der Entscheidung aus 2016 zur Crowdwork, zur elektronischen Crowdwork als Heimarbeit ansehen, dann sehen wir, das sind dieselben Phänomene der Abgrenzung, wie wir sie generell haben. Ich sehe also bei der Crowdwork oder bei der Gig Economy, die ja heute beide auf der Tagesordnung stehen, wobei man lange darüber streiten kann, ob die Abgrenzung in den Anträgen wirklich gut gelungen ist, kein Unterschied zu dem, was wir im Augenblick erleben an Abgrenzung in anderen Bereichen. Und deswegen sollten wir uns auch insbesondere mit der Frage der rechtlichen Einordnung, also der Einordnung als Selbstständige oder als Arbeitnehmer, insbesondere mit der Frage der Beweislastumkehr, sehr, sehr vorsichtig verhalten. Denn wir haben, und das ist ja auch von den Vorrednern deutlich gemacht worden, wir haben ja nicht nur den deutschen Markt zu betrachten, wir müssen auch gleichzeitig juristisch, wenn wir so eine Einordnung antreten wollen, den ausländischen Markt betrachten. Und da ist Deutschland delege lata und delege ferenda am Ende. Das heißt, da können wir regeln, was wir wollen, da kommen wir nicht zu vernünftigen Ergebnissen. Deswegen und vor dem Hintergrund der bestehenden Rechtslage, der bestehenden Instrumente, der arbeitnehmerähnlichen Selbstständigen, der Heimarbeiter und, die darf man auch nicht aus dem Auge verlieren, der besonders geschützten Urheber in den Paragraphen 36 folgende des Urhebergesetzes, kein Bedarf an irgendwelchen Schnellschüssen bei der Regulation. Vielen Dank, Herr Wolf. Frau Dr. Markert. Ich kann mich da im Wesentlichen Herrn Wolf anschließen. Plattformarbeit ist extrem vielschichtig und insofern lässt sich diese Frage nach Unterschieden gegenüber einem Arbeitsverhältnis nicht so pauschal beantworten. Auch ein Arbeitsverhältnis gibt es ja in ganz vielen Facetten. Plattformbeschäftigte sind Selbstständige. Die Abgrenzung zwischen Selbstständigkeit und einem klassischen Arbeitsverhältnis, also der abhängigen Beschäftigung, dafür gibt es bewährte Kriterien, die konnten bisher auch immer sachgerecht auf neue Beschäftigungsformen reagieren. Insofern sehen wir da keinerlei Regulierungsbedarf. Wie gesagt, Plattformarbeit ist super vielschichtig. Das kann sein, dass man im Lieferdienst tätig ist. Das kann sein, dass man Produkte testet. Das kann sein, dass man IT-Software programmiert. Das lässt sich halt insofern einfach gar nicht beantworten. Und wir sollten einfach insgesamt nicht vergessen, wir, die hier alle sitzen, haben eine relativ klassische Erwerbsbiografie, gehe ich jetzt mal davon aus. Wir haben einen Job, der uns vollkommen auslastet. Wir können uns vielleicht gar nicht vorstellen, dass viele Leute Spaß daran haben, am Wochenende zum Beispiel Produkte freiwillig zu testen und dafür auch noch Geld zu bekommen. Also insofern sollten wir da sehr vorsichtig sein, sofort irgendwelche Schnellschüsse da zu machen. Man sollte dabei nämlich eben auch berücksichtigen, dass Plattformarbeit jetzt gerade in der Corona-Krise viele Vorteile hat. Ich sage jetzt mal, Branchen wie Taxifahrer, Künstler, Musiker haben jetzt ja gar keine Chance, Aufträge zu bekommen. Die wollen aber natürlich eigentlich gar nicht ihren Job wechseln. Die hoffen natürlich schnellstmöglich wieder in ihren Job zurückzukehren. Und gerade hier kann Plattformarbeit ja dann auch eine sinnvolle Übergangstätigkeit darstellen. Vielen Dank, Frau Dr. Markert. Zwischenzeitlich begrüße ich auch Professor Enzo Weber, der sich zugeschaltet hat, seien Sie uns begrüßt. Damit sind wir jetzt vollzählig. Und als nächster wurde gefragt Herr Dr. Lutz. Ja, vielen Dank für die Frage. Wir alle können aus dem Stand heraus Beispiele für Plattformen nennen. Ich gehe jetzt vor allem auf das Thema Abgrenzung ein, bei denen wir nicht sicher sind, wie Gigworker freundlich sie sich verhalten. Uber, Deliveroo, Helpling. Die
Größenunterschiede und Vielfalt dessen, was man potenziell eine Plattform nennen kann, sind aber enorm groß. Das ist ja auch der Grund, warum sich die beauftragten Wissenschaftler in den letzten Jahren derart schwer getan haben, die Zahl der Plattformbeschäftigten zu messen. Ich glaube, dieses Problem werden auch die Beamten haben, die dann sagen müssen, wer denn nun eine Plattform betreibt und wer nicht und welche davon Gigwerk ist. Es gehört zur Natur der Sache, dass diese Plattform möglichst viele Auftraggeber und Auftragnehmer, Käufer und Verkäufer an einem Ort quasi zu versammeln suchen und dass sie durch zusätzliche Services ihre Wertschöpfungstiefe und den Nutzen für beide Seiten zu erhöhen versuchen. Das ist zunächst einmal positiv, sonst hätten die Plattformen nicht so viele Kunden und niemand würde für sie arbeiten wollen. Sie schaffen ja Transparenz in Bezug auf Preise und Qualität und senken Transaktionskosten. Probleme entstehen meines Erachtens dann mit wachsender Marktmacht. Das beste Mittel gegen Marktmacht ist Wettbewerb. Wenn wir nun aber die kleinen und großen Wettbewerb mit erheblichen zusätzlichen bürokratischen Auflagen belasten, wird dieser vor allem die kleinen Wettbewerber bremsen und zusätzliche Markteintrittsbarrieren schaffen. Betroffen sein werden insbesondere Startups aus unserem eigenen Land. Es besteht die Gefahr, dass wir damit dann noch zusätzlich die Marktmacht der Großen stärken. Zugleich nehmen wir Startups im Inland und deren Mitarbeitenden, und da kann ich den Vorrednern zustimmen, die durchaus Freude an dieser Arbeit haben und das gerne auch selbstständig machen. Wie gesagt, bestimmte Gigworker ausgenommen, die sich aber auch untereinander nicht einig sind, denen würden wir Zukunftschancen nehmen. Ich würde gerne anregen, dass wir in den Mikrozensus eine Frage nach dem Crowdworking-Status und Umfang aufnehmen. Das würde für zuverlässigere Zahlen sorgen, sofern die Frage richtig trennscharf formuliert ist. Ansonsten schließe ich mich den Vorrednern an. Insoweit ich für das Statusfeststellungsverfahren schon einen Überarbeitungsbedarf sehe, weil ich glaube, aus unserer Sicht werden zu häufig Selbstständige geraten in diesen Verdacht. Aber ich würde hier von den Kriterien nicht differenzieren zwischen Gigworkern und Crowdworkern und anderen Solo-Selbstständigen. Dankeschön. Vielen Dank, Dr. Lutz. Als letzten Antworter habe ich Dr. Tiede von der Deutschen Rentenversicherung im Bund. Herr Tiede, Sie haben das Wort. Ja, danke schön, Herr Bartke. Ich sage jetzt mal nichts mehr zu inhaltlichen Abgrenzungen. Da, glaube ich, ist alles gesagt von meinen Vorrednern. Das war, kann ich nur unterstützen, würde ich genauso sehen. Ich sage mal noch ein bisschen was zur sozialrechtlichen Abgrenzung, insbesondere zur rentenversicherungsrechtlichen. Auch das ist ja innerhalb des Sozialrechts nicht völlig einheitlich, aber in der Rentenversicherung, für die kann ich ja am besten sprechen. Da würde ich meinen, der Unterschied zwischen Plattformarbeit und der Arbeit in der übrigen Wirtschaft, den gibt es nicht. Sozialrechtlich, rentenversicherungsrechtlich kennen wir, ich glaube, Herr Wolf hat es schon gesagt, den Unterschied zwischen abhängig Beschäftigten und Selbstständigen. Wir kennen bei den abhängig Beschäftigten und bei den Selbstständigen unterschiedliche Kategorien und Feineinteilungen von Minijobbern über Heimarbeiter, traditionelle abhängig Beschäftigte, sage ich mal. Bei den Selbstständigen kennen wir versicherungsfreie Selbstständige, wir kennen die Künstler und Publizisten als spezielle Gruppe von Selbstständigen, wir kennen die Heimgewerbetreibenden als Gruppe von Selbstständigen, wo interessanterweise der Auftraggeber einen Teil des Beitrags zahlt. Also wir kennen innerhalb der Kategorien, die wir im Rentenversicherungsrecht kennen, noch diverse Differenzierungen. Und die, glaube ich, kann man in gleicher Weise in der traditionellen Wirtschaft wie in der Plattformwirtschaft anwenden. Wo wir vielleicht einiges an Unterschieden haben, vielleicht kommen wir später noch dazu, ist in Fällen, wo eine Tätigkeit als Nebentätigkeit ausgeübt wird. Da sehe ich durchaus auch gewisse Defizite noch im geltenden Sozialrecht. Und was wir auch noch an Unterschied sehen, das ist im sozialrechtlichen Bereich, das ist die Frage, wir haben in der Plattformökonomie, glaube ich, einen deutlich größeren Anteil als in der übrigen Ökonomie an grenzüberschreitenden Tätigkeiten, an grenzüberschreitenden Plattformwirkungen. Und das macht es für die Sozialversicherungen nicht immer einfach. Auf der anderen Seite haben wir in dem Bereich der Plattformarbeit aber einen Vorteil gegenüber der traditionellen Wirtschaft, sage ich mal, nämlich den Vorteil, dass zumindest technisch
die Erfassung von selbstständigen Tätigkeiten sehr viel einfacher ist als in der traditionellen Wirtschaft, weil über die Plattform abgewickelte Tätigkeiten erfasst sind. Ob die Sozialversicherung an diese Daten herankommt, das ist eine andere Frage. Da gibt es ja auf EU-Ebene zurzeit Initiativen, die sind auch sehr sinnvoll. Aber das, glaube ich, ist so ein gewisser Unterschied. Also die stärker grenzüberschreitende Tätigkeit im Plattformbereich, die es der Sozialversicherung etwas schwerer macht. Und andererseits die technischen Möglichkeiten der Abwicklung über das Internet, die es unter Umständen zumindest etwas leichter machen kann in der Zukunft, wenn entsprechend weiterentwickelt wird. Schönen Dank. Vielen Dank, Dr. Thiele. Jetzt wieder Herr Heilmann. Danke, Marc. Du sagst das, wenn du noch nachfragen willst. Sonst würde ich an Herrn Dr. Lutz und an Herrn Schäfer den Aspekt der Login-Effekte und der Marktmacht noch mal beleuchten wollen. Insbesondere das Thema Login-Effekte. Welche Beobachtungen haben Sie da, wie oft gibt es, dass ich für zwei Lieferdienste arbeite, und haben Sie beobachtet, dass es Wettbewerbsbehinderungen gibt, und wenn ja, welche Maßnahmen würden Sie vorschlagen, sollte man dem entgegenstellen? Vielen Dank, Herr Heilmann. Dr. Lutz. Dr. Lutz, wir hören Sie nicht. Sie müssen Ihr Mikrofon einschalten. Jetzt. Hört man mich jetzt? Ja, perfekt. Ah, okay. Also danke für die Frage. Ich kann sie jetzt nicht speziell für Lieferdienste beantworten, leider. Im Onlinehandel aber hat zum Beispiel Amazon Marketplace eine sehr große Marktmacht. Aber auch in vielen anderen Bereichen, zum Beispiel bei Buchungsplattformen, gibt es solche Probleme. Oder beim App Store von Apple ist das ja auch ein sehr, sehr reales und diskutiertes Problem gerade. Das betrifft nicht nur Solo-Selbstständige, sondern auch größere Unternehmen. Meines Wissens hat man sich damit im Rahmen einer EU-Richtlinie beschäftigt, zu Recht, und hat da ganz sinnvolle Regulierungsvorschläge entwickelt. Es könnte zusätzlich sinnvoll sein, sich auch kartellrechtlich mit der Marktmacht bestimmter Plattformen auseinanderzusetzen. Diese Themen, also Login-Effekt, haben aber meines Erachtens jetzt nichts mit dem arbeits- und sozialrechtlichen Status zu tun. Die Betroffenen sind in der Regel unzweifelhaft Selbstständige. Ich möchte noch ergänzen, aus unserer Sicht sollte kartellrechtlich klargestellt werden, dass sich Solo-Selbstständige bis zu einem gewissen Grad Obergrenze, die Linke hat hier ja einen Vorschlag gemacht, selbst organisieren und absprechen dürfen. Also für die Willensbildung unter den Selbstständigen ist oft ein Problem, dass dann dieser Kartellrechtsvorwurf kommt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schäfer. Ja, vielen Dank. Mir fehlt da, glaube ich, der Überblick über sämtliche Plattformen. Dafür kann ich nicht sprechen. Aber ich glaube, dass gerade in dem Bereich, der hier ja eher in Frage steht, ist, wir reden ja hier nicht über irgendwelche hochspezialisierten IT-Fachleute. Vielleicht sollten wir darüber mehr reden. Aber ich glaube, die Gesetzesentwürfe oder die Anträge zielen eher auf den Bereich so ein bisschen, ich sage mal, prekäre Beschäftigung ab. Und in der Hinsicht ist es schon so, dass Beschäftigte oder vielmehr die Anbieter von Leistungen, die Freelancer, die Selbstständigen durchaus mit mehreren Anbietern oder Nachfragern ihrer Leistungen arbeiten. Es ist, ich habe da gesprochen mit Vertreter einer großen Plattform, der sagt, das ist völlig selbstverständlich, dass ihre Fahrer, die liefern also Essen aus, noch mit anderen Apps arbeiten, also mit anderen Nachfragern, die ebenfalls Aufträge erteilen. Und dort wird eben, je nachdem, das liegt halt völlig im Ermessen des Selbstständigen, darum heißt er ja so, dass er also völlig frei darüber entscheiden kann, welchen Auftrag er von welcher Plattform annimmt. Was ein Problem sein könnte, bin jetzt kein Jurist, sondern Ökonom, aber was aus wettbewerbstheoretischer Sicht ein Problem sein kann, ist, wenn Plattformen vertraglich vorsehen, dass also Selbstständige nicht für andere Plattformen tätig werden können. Dann müsste man in der Tat schauen, ob man da mit Mitteln des Kartellrechts eventuell tätig wird. Danke. Vielen Dank, Herr Schäfer. Als nächster wieder Herr Bjerdatz. Die Unionsfraktion hat jetzt noch genau 3 Minuten und 49 Sekunden.
dann hätte ich noch mal eine ganz konkrete Frage an den Herrn Schäfer. Herr Schäfer, könnten die mir noch mal sagen oder uns erläutern, ob man überhaupt unterscheiden kann im Markt zwischen ortsgebundenen und ortsungebundener Plattformarbeit? Könnten Sie das vielleicht für uns noch mal eingruppieren und dann würde ich an den Thomas Heilmann dann auch weiter abgeben. Herr Schäfer. Ja, also die Entscheidung, die Unterscheidung ist schon anhand von relativ unklaren Kriterien getroffen worden. Man kann sich schon vorstellen, irgendwo da, wo sozusagen eine direkte Interaktion mit dem Kunden da ist, da ist auch eine gewisse Ortsgebundenheit da. Das könnte man sich noch irgendwie so klar machen. Wer Essen ausliefert, der kann das ja nicht irgendwie im Internet tun, sondern der muss das irgendwie ortsgebunden machen beim Kunden. Das kann ich unterscheiden zu einer Leistung, die also komplett im Internet erbracht wird, wo es eigentlich völlig egal ist, wo ich bin und auch egal ist, wo der Kunde ist. Aber diese Unterscheidung ist halt nicht trennscharf, weil diese Frage, was ist ortsgebunden und was ist ortsgebunden, ist erstens eine Frage des technologischen Standes. Also durch technischen Fortschritt ist es eben möglich, Leistungen, die früher nur ortsgebunden erbracht werden konnten, dann auch ortsungebunden zu erbringen. Und zweitens ist es eine Frage von Arbeitsorganisation. Es gibt zum Beispiel IT-Freelancer, die arbeiten in den Örtlichkeiten des Kunden, das zum Beispiel aus Datenschutzgründen. Es gibt aber auch andere, die arbeiten zu Hause und haben praktisch die technischen, oder da hat der Kunde die technischen Voraussetzungen geschaffen, dass man eben auch ortsungebunden arbeiten kann. Also diese Unterscheidung ist eigentlich wenig brauchbar. Man kann sie sozusagen als akademische Fingerübung schon mal schaffen, aber nicht, um darauf gesetzgeberische Maßnahmen zu basieren. Vielen Dank, Herr Heilmann. Ich würde gerne auch aus Zeitgründen Herrn Lutz, Dr. Lutz bitten, auch nochmal dieselbe Frage zu beantworten, weil wir die ganze Frage der sozialrechtlichen Absicherung sicher auch von den anderen Parteien dann hören werden und Doppelungen vermeiden wollten. Dr. Lutz, ja, also, eine Minute, genau. 37 Sekunden haben Sie Zeit. Ja, vielen Dank. Es gibt Unternehmen, die der GIG, also ich würde es auch an dem physischen, an der physischen Ausübung festmachen. Also Beispiele für die physische Ausübung wäre jetzt, ich muss als Mystery-Shopper einen Laden fotografieren, dann im Laden das Sortiment, Gespräche führen, dann wieder rausgehen, das Fotografieren oder eben Lieferdienste, Uber. Und dann gibt es andere Dienste. Aber also mir berichten Experten auch von erheblichen Abgrenzungsproblemen. Vielleicht wäre eine gute Fingerübung, eine Studie zu machen, wo man wirklich dann auch mal konkreter wird, also nicht aus der ganz hohen Reiseflughöhe, sondern wirklich ganz konkret benennt und abzählbar macht. Denn wenn die Sachen nicht abzählbar sind, dann kann man auch keine Regelung machen. Ja? Von daher wäre eine Studie vielleicht nochmal eine gute Angelegenheit, auch wenn es an Studien jetzt nicht gerade fehlt zu dem Thema. Vielen Dank, Herr Dr. Lutz. Die halbe Minute schenken wir der freien Runde, gehe ich mal von aus, die noch über ist. Damit ist jetzt die Fragerunde der Unionsfraktion beendet und wir kommen zur Fragerunde der SPD-Fraktion. Und da hat sich als erstes der Kollege Martin Rosemann gemeldet. Herr Rosemann, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an Frau Barth von der IG Metall. Und es geht um allgemeine Geschäftsbedingungen, AGBs, die ja oft eine zentrale Rolle spielen bei der Vertragsgestaltung in der Plattformökonomie. Ich würde Sie bitten, uns mal zu beschreiben, wo hier aus Ihrer Sicht die Probleme für Plattformtätige liegen und inwieweit haben dann Solo-Selbstständige Plattformtätige Möglichkeiten, sich gegen aus Ihrer Sicht ungerechte Klauseln zu wehren und welche Änderungen wären da aus Ihrer Sicht notwendig. Vielen Dank, Frau Barth. Vielen Dank, guten Tag. Also ich möchte jetzt mal meine Erläuterungen vorausschicken. Ich werde es anhand von ein paar praktischen Beispielen erläutern, ja. Aber ich möchte immer vorausschicken, dass diese Plattformwelt unserer Meinung nach auch fantastische neue Möglichkeiten bieten könnte. Leichter Zugang zur Arbeit, spannende Aufgaben, große Flexibilität. Und genau deshalb sollte man sie regulieren, damit diese Geschichten auch wirklich zum Tragen kommen. Und ich will auch sagen, es gibt Plattformen, die sehr verantwortungsvoll
mit ihren Crowds umgehen, zum Beispiel die Unterzeichner des Crowdsourcing Code of Conduct. Davon unabhängig gibt es aber unserer Erfahrung nach in dieser Plattformwelt strukturelle Schieflagen, die wirklich sozusagen bearbeitet werden müssen. Es gibt erstens ein sehr großes Machtungleichgewicht zwischen den Plattformen und den Menschen, die für sie arbeiten. Das drückt sich in sehr, sehr vielen Bestimmungen in AGB aus. Und das Zweite ist die Größenordnung. Also viele von diesen Plattformen, Sie müssen sich das vorstellen, die managen Massen von Aufträgen, Massen von Arbeitenden. Und in der Folge schränken sie die Kommunikation stark ein. Die wird sehr stark standardisiert, in Teilen automatisiert. Und ich schildere Ihnen jetzt mal einen typischen Fall, wie er bei uns in der Ombudsstelle aufklatscht. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten seit 3 Jahren für eine Plattform, alles prima. Sie bekommen gute Ratings, sie verdienen ganz gut. Auf einmal kriegen sie eine Mail, in der steht, dass ihr Account gesperrt wird, weil sie gegen die AGB verstoßen haben. Auf ihrem Konto bei der Plattform liegen ungefähr noch 200 Euro. Sie erkundigen sich dann per Mail, was passiert ist. Sie bekommen wieder die gleichlautende Mail. Sie haken nochmal nach, bekommen wieder eine Mail und so weiter und so fort. Sie widersprechen. Irgendwann bekommen sie eine Mail, in der steht, sie hätten betrogen, sie widersprechen dem Vorwurf, die Plattform antwortet dann einfach nicht mehr. Also, das ist kein Einzelfall. Accountsperrungen sind sozusagen mit die größten Probleme, vor denen die Plattformarbeitenden stehen. Und die Bestimmungen in den AGB dazu sind oft super vage. Plattformen können in Sekunden schnelle Konten schließen und damit Menschen, sage ich mal, die Existenzgrundlage entziehen. Sie können ganz das Arbeitsergebnis von Jahren sozusagen atomisieren. Ein ähnlicher Fall ist übrigens am 1. Dezember, wird der vom BRG verhandelt. Da geht es um einen Crowdworker, IG Metall-Mitglied, der über ein Jahr lang als mobiler Microjobber zwischen 15 und 20 Wochenstunden gearbeitet hat, Fotos gemacht hat in Supermärkten. Er hat damit monatlich ungefähr 1700 Euro verdient und nach einer Auseinandersetzung über die Frage, ob die Fotos für einen Auftrag brauchbar waren, teilt ihm die Plattform dann per E-Mail mit, dass er in Zukunft keine Aufträge mehr bekommt, sein Account gelöscht wird. Und ich zitiere, weil die gegenseitigen Vorstellungen der Nutzung des Angebots weit auseinanderlägen. Der Kollege klagt jetzt drauf, festzustellen, dass zwischen ihm und dem Plattformbetreiber ein unbefristetes Arbeitsverhältnis besteht. Er fordert unter anderem eine finanzielle Entschädigung und die Reaktivierung seines Accounts. An dem Beispiel sehen Sie, die Kündigung von so einem Account hat für Menschen die gleiche Tragweite wie bei anderen wie sozusagen die Kündigung von einem Arbeitsverhältnis. Sie sind gegen dieses Risiko aber eigentlich nicht geschützt. Wie gesagt, es wird sozusagen konstituiert durch die AGB und in vielen Fällen wird man dann nicht klagen können. Ja? Sie sehen an dem Fall, dass in dieser digitalen Welt unsere Definitionen einfach nicht mehr passen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Selbstständige. Ich beschreibe das immer so, dass sozusagen im Internet sich so eine Art parallele Arbeitswelt etabliert hat, entstanden ist, die fast alle guten Standards unterläuft, die wir als Gesellschaft geschaffen haben. Das müssen wir ändern. Zur Frage sozusagen, haben Solo-Selbstständige Plattformtätigkeiten Möglichkeiten, sich zu wehren? Keine. Sie haben keine Marktmacht. Sie sehen das schon allein daran, dass viele von diesen Plattformen ihre AGB jederzeit und mit automatischer Wirkung einseitig ändern können. Zum Beispiel, indem sie eine neue Version der AGB posten auf der Website oder wenn sie sich einloggen, steht dann eben eine E-Mail drin, dass sich was geändert hat. Und diese Änderungen können super weitreichend sein. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, auf das die meisten Leute gar nicht kommen würden. YouTube. Ja, YouTube ist weltweit der größte Produzent also sozusagen die größte Plattform für selbstständige Videoproduzenten. Früher war das so, dass man bei YouTube theoretisch mit jedem Video... Frau Barth, wenn Sie ein bisschen zügig machen könnten, wir haben auch noch ein paar andere Fragen. Ja, okay. Also YouTube, also sozusagen YouTube hat... jetzt bin ich durcheinander gekommen. Also früher konnte man bei YouTube theoretisch mit jedem Video Werbeeinnahmen erzielen. Dann hat die Plattform einseitig von heute auf morgen neue Regeln eingeführt. Und danach, seitdem wird jedes Video erstmal geprüft und geguckt, wird es zugelassen und für wen. Das hat für zehntausende YouTuber Einkommensverluste zur Folge gehabt. Danach konnten selbst die ganz Großen nicht mehr sicher sein, dass ihre Videos für Werbung zugelassen werden sollen. Dieses Ereignis ist sozusagen bei YouTubern gilt als Apokalypse, wird das diskutiert. Ja? Wenn die YouTuber sozusagen Marktmacht hätten, dann hätte die Plattform solche Bedingungen nicht einseitig durchsetzen können. Ich habe jetzt eine Verständnisfrage. Ich dachte, ich soll die Fragen hintereinander wegbeantworten.
Oder nein, nicht? Sie müssen ja, also Herr Rosemann hat, glaube ich, noch die eine oder andere Frage. Also Herr Rosemann, Sie haben das Wort. Ja, es war die zweite, genau, es war die zweite jetzt eben. Ich war bei der zweiten. Mir reicht es jetzt erstmal, glaube ich. Ja. Das war jetzt sehr eindrucksvoll, ja, weil wir jetzt, glaube ich, auch noch mal ein bisschen ein anderes Bild kriegen als das, was wir vorher hatten. Vielen Dank, Frau Barth, dafür. Meine zweite Frage geht jetzt aber an Frau Wenkebach. Frau Wenkebach, können Sie nur mal sagen, wie Sie diese Unterscheidung in Gig und Crowdworker sehen, die die Fraktion Die Linke in ihren Anträgen vorgenommen hat? Für wie relevant halten Sie denn das Thema Plattformarbeit und insbesondere die Frage, inwieweit jemand, der auf Plattformen arbeitet, vielleicht doch kein Selbstständiger ist, sondern ein abhängig Beschäftigter? Und welche Möglichkeiten sehen Sie für Plattformtätige zu klären, inwieweit Sie Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer sind? Vielen Dank, Dr. Rosemann. Frau Dr. Wenkebach. Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich für die Frage. Bevor ich was zu den Anträgen der Linken sage, würde ich schon mal beginnen zu widersprechen meinen VorrednerInnen, die sich ja, also Frau Dr. Markert, Herr Dr. Lutz, ganz deutlich geäußert haben, dahingehend, dass Plattformbeschäftigte Selbstständige sind. Das kann man eben mit dieser Sicherheit nicht sagen. Wir haben beispielsweise auch Lieferando-Fahrer, die Arbeitsverträge haben mittlerweile. Da gibt es auch Betriebsräte. Ich hoffe, wir kommen noch darauf zu sprechen, welche Probleme die haben. Ich würde ausnahmsweise mal nicht widersprechen, Herrn Wolf, das kann angekringelt werden im Protokoll, wenn er sagt, es ist schwierig, weil das Feld vielfältig ist. Diese Einschätzung teile ich und das ist auch der Grund, weswegen ich die Anträge der Linksfraktion auf jeden Fall richtig finde, dieses Argument zu sagen, wir haben noch nicht genug Empirie, um zu wissen, ob es jetzt 500.000, 1 Million oder 5 Millionen sind. Deswegen sollte man nicht regulieren, finde ich arbeitsrechtlich nicht überzeugend, denn diese Arbeit findet statt. Es gibt Beschäftigungsverhältnisse, die das betrifft. Es gibt Einkommen, die davon abhängig sind und es beeinflusst einfach auch den Arbeitsmarkt, was hier geschieht. Und da muss jetzt der Gesetzgeber Verantwortung für übernehmen. Vanessa Barth hat bereits angesprochen, dass Anfang Dezember beim Bundesarbeitsgericht ein erster Präzedenzfall liegt, der uns sehr deutlich zeigen wird, ob die bestehende Definition von abhängiger Arbeit in § 611a BGB Plattformbeschäftigte, in dem Fall ist es ja wirklich ein Crowdworker, erfasst oder nicht? Und wenn ja, aus welchen Gründen sie erfasst wird? Und wenn nein, aus welchen Gründen nicht? Und es gibt bereits sehr viele, sehr umfangreiche und sehr gute rechtswissenschaftliche, übrigens auch empirische Untersuchungen, die habe ich alle in meiner Stellungnahme zitiert und auch schon Vorschläge, wo Regulierung ansetzen kann. Ich würde allerdings nicht mit den Kategorien Gigwork und Crowdwork als rechtlichen Kategorien arbeiten, denn es sind ja noch keine, sondern eher schauen, wie wollen wir Schutzbedürftigkeit definieren? Also wo sind die Grenzen des bestehenden Arbeitnehmerbegriffs und wo sind Menschen wirklich Selbstständige mit eigener Marktmacht, die am Markt Arbeit anbieten können zu freien Bedingungen? Und ich würde da gerne noch mal in der freien Runde dann drauf zurückkommen, wie weit diese Marktmacht, die Dr. Lutz angesprochen hat, dann eben doch für die Frage, ob es Arbeitnehmerinnen sind oder nicht, auch eine Rolle spielt. Vielen Dank. Dr. Rosemann. Ja, meine nächste Frage geht auch an Frau Wenkebach. Ich würde gerne wissen, Frau Wenkebach, welche rechtlichen Instrumente wären hier Ihrer Meinung nach denkbar, um insbesondere eine arbeitsrechtliche Statusklärung in der Plattformökonomie zu erleichtern? Und wie bewerten Sie dies vor dem oder wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund die Beweislastverlagerung zugunsten des Plattformtätigen im arbeitsgerichtlichen Verfahren als eine Möglichkeit? Frau Dr. Wenkebach. Herzlichen Dank, Herr Bartke, und für die Frage, Herr Rosemann. Also die Linke hat hier in ihren Anträgen einen bestehenden Vorschlag, der aus der Rechtswissenschaft kommt, aufgegriffen, nämlich die Beweislastverteilung zu ändern zugunsten der Beschäftigten. Vorweggeschickt einfach, was hier noch nicht gefallen ist, was aber für die Debatte essentiell ist.
grundlegende Arbeitnehmerschutzrechte sind an den ArbeitnehmerInnenstatus geknüpft. Das heißt, es ist ganz entscheidend, wer beim Arbeitsgericht beispielsweise Kündigungsschutz, wie jetzt der Präzedenzfall beim Bundesarbeitsgericht geltend machen will, muss beweisen, dass er sie ArbeitnehmerIn ist. Wenn man sich aber jetzt diesen ganz konkreten Fall, der vom Bundesarbeitsgericht entschieden wird, anschaut, dann sieht man, da ist ein Mensch, der hat im Grunde genommen nur eine App auf seinem Handy, über die er seine Aufträge bekommt. Darüber, wie die Plattform die Aufträge verteilt, wie sie die verwaltet, wie sie die entgegennimmt, wie das Rating funktioniert, nach welchen Mechanismen der Algorithmus funktioniert. Und all das ist meiner Rechtsauffassung nach entscheidend für die Definition des Arbeitnehmerstatus. All diese Informationen hat der Beschäftigte überhaupt nicht. Die hat nur die Plattform. Und wir haben ja ein riesen Ungleichgewicht auch im Wissen über Abläufe. Und es ist im Grunde genommen chancenlos, so gut wie hier zu beweisen, dass man Arbeitnehmerschutzrechte hat, weil man über dieses Informationsgefälle überhaupt nicht hinwegkommt. Deswegen halte ich eine Beweislastverteilung für sehr sinnvoll. Und wir haben ohnehin ein Rechtsdurchsetzungsdefizit im Arbeitsrecht. Es gibt ohnehin schon sehr hohe soziale Hürden, finanzielle Hürden. Und diese Beweislastverteilung würde das ein kleines bisschen zugunsten derjenigen, die dann vielleicht eben doch nicht so eindeutig Selbstständige sind, verschieben. Vielen Dank, Frau Dr. Winkelbach. Frau Kolbe hat die nächste Frage. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht auch an Frau Dr. Wenkebach. Wenn man sich diese solo-selbstständigen Plattformtätigen anschaut, dann ist ja die Frage, gibt es überhaupt Möglichkeiten, dass die sich kollektiv miteinander assoziieren können, ihre Positionen stärken können, beispielsweise auch etwas wie Tarifverträge aushandeln können oder Vertragsbedingungen aushandeln können? Gibt es da Probleme mit dem europäischen Kartellrecht, die Sie sehen würden, und welche Lösungsansätze könnte man da denken? Inwiefern bräuchte man dafür europäische Rechtsänderungen und auch nationale Rechtsänderungen? Vielen Dank. Frau Dr. Winkelbach. Ich dränge mich immer Herrn Bartke vor, der mir nur so freundlich muss das sagen, weil das fürs Protokoll ist. Und wenn der Name nicht erscheint, dann weiß man immer nicht, wer es ist. Also deswegen, das ist nicht, weil ich mich irgendwie wichtig machen will. Herzlichen Dank, Herr Bartke. Also vielen Dank, Frau Kolbe, für die Frage. Das halte ich für eine ganz wichtige Frage. Denn wegen dieses Defizits bei der Rechtsdurchsetzung und der Schwierigkeit, individuell ArbeitnehmerInnenrechte einzuklagen oder bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen, auch dort, wo es sich um Solo-Selbstständige handelt, sind natürlich kollektive Ansätze ein ganz wichtiger Aspekt. Das betrifft mehrere Bereiche. Es betrifft zum einen den Bereich, wo wir tatsächlich wie zum Beispiel im Bereich von Lieferando durchaus ArbeitnehmerInnen haben mit Arbeitsverträgen, wo es darum geht, dass sie Betriebsräte gründen können. Ich habe in meiner Stellungnahme nochmal ausgeführt, dass wir da sehr viele Beispiele dafür haben, dass das verhindert, bekämpft wird, umgangen wird. Was ich leider nicht aufgenommen habe in der Stellungnahme, was aber hier auch eine Rolle spielt, insofern ergänze ich es gerne nochmal, ist, dass Probleme, die sich in der normalen Arbeitswelt stellen bei Gründung von Betriebsräten, und dazu gehören befristete Arbeitsverhältnisse, sich hier besonders stark auswirken. Das heißt, die Befristungen sind ein Problem. Das ist eine Lücke im Schutz von Menschen, die Betriebsräte gründen wollen. Die muss geschlossen werden. Dann sollte im Betriebsverfassungsgesetz aufgenommen werden, dass arbeitnehmerähnliche Personen zu den Beschäftigten im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes fallen, damit wir einfach Interessenvertretung auch für diese Beschäftigten haben können. Und das ist auch im Sinne jeweils der Stammbelegschaften. Das ist etwas, was hier noch gar nicht besprochen wurde. Plattformökonomie betrifft natürlich nicht nur diejenigen, die in diesen Beschäftigungsverhältnissen tätig sind, sondern es hat auch Auswirkungen auf Stammbelegschaften in klassischen Industriebetrieben. Überall dort werden Arbeiten outgesourced, werden Aufträge vergeben, und das beeinflusst auch das Geschehen in den Betrieben unserer alltäglichen Industrie, sage ich mal. Deswegen ist es wichtig, hier betriebsverfassungsrechtlich nachzuziehen. Ja, und Sie haben es angesprochen, Frau Kolbe, kartellrechtlich haben wir da Herausforderungen. Wir haben den § 12a Tarifvertragsgesetz, der nimmt
arbeitnehmerähnliche Personen auf in die Möglichkeit, kollektive Verträge zu schließen. Das ist unheimlich wichtig, um gemeinsam Arbeitsbedingungen gegenüber auch Monopolen, die bereits angesprochen worden sind, zu verbessern. Aber nicht alle, die schutzbedürftig sind, werden von § 12a Tarifvertragsgesetz erfasst. Und deswegen bedarf es meiner Ansicht nach hier einer Ergänzung. Und ihr bedarf es eben auch, weil wir kartellrechtlich nicht eindeutig geklärt haben, dass es eben keinen Konflikt mit den europarechtlichen Vorgaben zum Kartellrecht geht. Und um das noch zu sagen, und es gibt ja hier mit dem Digital Service Act eine Initiative der Europäischen Kommission, die wirklich wichtig ist. Und zwar auch vor dem Hintergrund dessen, was hier andere Sachverständige schon gesagt haben. Natürlich agieren Plattformen grenzüberschreitend und deswegen braucht man hier auch europäische Lösungen. Und wenn da ein Paket geschnürt wird auf europäischer Ebene, muss eben die Möglichkeit auch selbstständigen Kollektivverhandlungen als Gegengewicht zu einer Übermarktmacht bestehender Plattformen zu gewähren, auch klargestellt werden, dass die Koalitionsfreiheit auch für sie gilt. Vielen Dank, Frau Dr. Wenckebach. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der SPD-Fraktion angelangt und kommen zur Fragerunde der AfD-Fraktion. Und da hat sich Herr Schneider gemeldet. Herr Schneider, Sie haben das Wort. Danke, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an die Deutsche Rentenversicherung, Herrn Dr. Tiede. In Ihrer Stellungnahme sprechen Sie sich gegen eine Beweislastumkehr bei dem Statusfeststellungsverfahren aus. Damit verzichten Sie ja im Prinzip eher tendenziell auf Beiträge. Könnten Sie das vielleicht mal erläutern, wie Sie trotzdem dazu gekommen sind? Dr. Tiede. Ja, sehr gern. Man muss jetzt wirklich unterscheiden, glaube ich. Ich habe gerade ja sehr gemerkt, dass sehr stark im arbeitsrechtlichen Bereich argumentiert wird. Da stellen sich manche Dinge anders dar als im sozialrechtlichen. Das, was unsere Stellungnahme ausmacht, ist der sozialrechtliche Aspekt, insbesondere der rentenversicherungsrechtliche Aspekt. Und dort sind wir sozusagen als Rentenversicherungsträger verpflichtet zu prüfen, ob Beitragszahlungen eingegangen sind für diejenigen, die Beiträge zahlen müssen, nämlich für die Pflichtversicherten. Das sind die abhängig Beschäftigten und einige wenige Gruppen von Selbstständigen. Wenn das nicht der Fall ist, prüfen wir das ohnehin. Wir würden also nicht entlastet durch so eine Beweislastumkehr. Das ist im Arbeitsrecht anders. Im arbeitsrechtlichen Bereich kann man das durchaus anders bewerten. Im sozialrechtlichen hätten wir keinen Vorteil davon, wenn es eine Beweislastumkehr gäbe. Im Gegenteil, wir befürchten, dass wenn es diese Beweislastumkehr gibt, mehr als bisher Unternehmen versuchen werden, über das Statusfeststellungsverfahren vorab zu klären, ob nicht, die gehen ja in der Regel davon aus, das sind Selbstständige, dass ob diese selbstständige Tätigkeit wirklich als solche vorliegt. Das heißt, unsere Statusfeststellung würde stärker belastet als bisher. Und das war der Grund dafür, dass wir in der Stellungnahme geschrieben haben, im sozialrechtlichen Bereich, in der sozialrechtlichen Abgrenzung würde uns die Beweislastumkehr nicht helfen. Und wenn sie denn dazu führt, dass mehr Unternehmen die Statusfeststellung beantragen, dann würde sie uns sogar mehr Arbeit machen. Das war der Grund für diese Aussage. Vielen Dank, Dr. Tiede. Herr Schneider. Ja, meine nächste Frage richtet sich an Herrn Professor Weber. Sie führen in Ihrer Stellungnahme das Konzept Digital Social Security auf, so ein Quellenabzugsverfahren. Können Sie das vielleicht einmal etwas näher erläutern? Vielen Dank, Herr Schneider. Herr Professor Weber. So, Herr Bartke, ich hoffe, Sie hören mich jetzt. Perfekt. Wunderbar, ich habe eine etwas abenteuerliche Konstruktion mit meinem Smartphone jetzt hier eingegangen, aber wie dem auch sei. Digital Social Security, das bedeutet, wir setzen mit der Sozialversicherung im Grunde direkt bei der Plattform an und nicht mehr, wie es üblich ist, ja beim früher zentralen Akteur, nämlich dem Betrieb, wo man ja ein Quellenabzugsverfahren im Grunde installiert hat. Aber in der Plattformwirtschaft ist die Plattform der zentrale Akteur und das bedeutet, dass diese DSS einen digitalen Mechanismus direkt bei der Plattform installiert, der immer, wenn so ein Plattformauftrag beendet ist, dann automatisch einen bestimmten Prozentsatz der vereinbarten Vergütung auf ein Sozialversicherungskonto abführt. Das ist also sozusagen das Quellenabzugsverfahren voll digital in der Plattformwirtschaft, was dann eine
sehr effektive Abdeckung gewährleisten würde, weil es eben automatisch zugreift und damit auch den Aufwand für Auftragnehmer und auch Auftraggeber minimiert. Ebenso das Risiko übrigens, dass es diese berüchtigten Nachforderungen gibt, wenn dann vielleicht doch Arbeitnehmerstatus festgestellt wird, wenn über die Zeit nicht gezahlt wurde. Das wird alles vermieden. Man kann es in verschiedenen Varianten machen. Also man kann den Betrag vom vereinbarten Entgelt abziehen lassen. Man kann ihn vom Kunden zusätzlich zahlen lassen. Man könnte sogar darüber nachdenken, auch die Plattform zu beteiligen. Aber das ist aus meiner Sicht am Ende gar nicht der entscheidende Punkt, denn da kann es ökonomisch gesehen einfach zu Überwälzungen kommen. Also wenn wir zum Beispiel die Plattform zahlen lassen würden für die Sozialbeiträge, dann würde das entsprechend möglicherweise überwälzt werden auf die Gebühren. Also das Ganze würde teurer werden, was dann möglicherweise auch wieder Druck auf die Entgelte ausüben könnte. Das heißt, wer formal zahlt, ist ökonomisch gesehen gar nicht der entscheidende Punkt. Wichtig dabei, digitale soziale Sicherung ist ein Mittel der Umsetzung. Also es geht darum, die effektive Abdeckung, nicht das, was rechtlich möglich ist, sondern die effektive Abdeckung zu erhöhen, denn da sind nach allen Studien wirklich die ganz großen Schwächen und nicht nur in Deutschland, sondern in allen Ländern. Also DSS impliziert keine Sonderbehandlung der Plattformwirtschaft bezüglich der Sozialversicherung, sondern es müsste grundsätzlich darum gehen, dass wir die Schutzstandards, die wir für wichtig halten, auch auf alle Erwerbstätigen erstrecken. Und wenn das Sozialversicherung ist, dann müssen wir darüber nachdenken. Und DSS ist die Möglichkeit, wie man meines Erachtens in der Plattformwirtschaft das Ganze am effektivsten umsetzen kann. Vielen Dank, Professor Weber. Herr Schneider. Ja, meine nächste Frage richtet sich nochmal an Herrn Weber und auch an Frau Dr. Wenkebach. Wir wollen ja vor allen Dingen auch Menschen mit einem sehr niedrigen Einkommen schützen. Wäre es vielleicht ein Ansatz, dass wir tatsächlich bestimmte Stundensätze ab einer bestimmten Höhe als ein Indiz für eine Selbstständigkeit annehmen? Professor Weber. Also als Arbeitsmarktökonom würde ich sagen, grundsätzlich die Höhe des Entgeltes heranzuziehen, um eine selbstständige Tätigkeit zu definieren, das kann in manchen Fällen richtig liegen, das wird in anderen Fällen falsch liegen. Also ich glaube, da muss das Kriterium am Ende die Weisungsgebundenheit und anderes sein. Ich glaube, die Entgelthöhe kann kein zentrales Argument sein. Vielen Dank. Frau Dr. Wenkebach. Ja, vielen Dank. Ich würde mich da anschließen. Es gibt ja, also schon rein technisch, da müsste man ja sozusagen auch einen Überblick haben, wie viele Stunden da gearbeitet werden, um das zuzuordnen. Das lässt sich, glaube ich, praktisch nur sehr schwer umsetzen. Es wäre aber einfach auch, und das geht in die Richtung dessen, was ich am Anfang gesagt habe, eine systemfremde Lösung. Denn wir haben ja einen Begriff von abhängiger Arbeit bereits im bürgerlichen Gesetzbuch definiert, der feste Bedingungen dafür nennt, was abhängige Arbeit ist. Und da jetzt von der Entgelthöhe Dinge abhängig zu machen, das würde, glaube ich, einfach den vieles aus der Bahn werfen, was bisher gut funktioniert und auch aus guten Gründen funktioniert. Ich würde tatsächlich eher schauen, wie ich eben schon gesagt habe, wo sich die Lücken auftun. Und da sehe ich zum Beispiel ganz deutlich dieses Problem, dass wir das algorithmische Management, die bereits am Anfang angesprochene Marktmacht, die Kontrolle, die Algorithmen ausüben und die Datensammlung, die Plattformen gleichzeitig betreiben, die sie nutzen, um ihre Stellung am Markt auszubauen und auch Kontrolle auszuüben und schließlich Methoden wie Gamification, die eingesetzt werden. All dies ist eine Form der Kontrollausübung, die ganz neu ist in diesen digitalen Beschäftigungsverhältnissen und die noch nicht ausreichend erfasst wird. Vermutlich, wir müssen abwarten, wie weit das Bundesarbeitsgericht Anfang Dezember geht, aber es macht meiner Ansicht nach mehr Sinn, hier anzuknüpfen, um eine Schutzbedürftigkeit festzustellen, als bei der Entgelthöhe. Vielen Dank, Frau Dr. Wenkebach. Herr Schneider, eine Minute 49 haben Sie noch. Ich beeile mich an Frau Barth von der IG Metall. Es gibt zwischen 500.000 und 5 Millionen Arbeiter in diesem Umfeld. Das haben wir am Anfang gehört. Sie hatten jetzt an Ihrer Ombudsstelle 14 Fälle im Jahr 2019. Deutet das nicht darauf hin, dass in dieser Branche eigentlich sehr vieles sehr gut läuft?
Frau Barth. Ich würde sagen, worauf das hindeutet, ist, dass die Unterzeichner des Code of Conducts einigermaßen faire Plattformen haben. Also mehr sagt das meiner Meinung nach nicht aus. Also sozusagen, das sind ja Plattformen, die sich verpflichtet haben, zu sehr, sage ich mal, sowas wie Nachbesserungspflichten, Rechte einzuräumen oder Accounts nicht einfach so zu kündigen. Also das ist es. Ja, also die Plattformen, die den unterzeichnet haben, da sind die Problemfälle überschaubar. Ja. 43 Sekunden, eine kleine haben Sie noch. Das ist sehr großzügig von Ihnen. So, dann sind wir als nächstes am Ende der Fragerunde der AfD-Fraktion angelangt und kommen jetzt zur Fragerunde der FDP-Fraktion. Herr Nölke, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Meine erste Frage richtet sich an Holger Schäfer. Und zwar, wie stellt sich denn nach Ihrer Wahrnehmung die Situation der hochqualifizierten Freelancer, beispielsweise im IT-Bereich, im Unterschied zu dem Bild dar, was durch die hier vorliegenden Anträge der Linken gezeichnet wird? Und was würden entsprechende Regulierungsmaßnahmen für diese Personen konkret bedeuten? Herr Schäfer. Ja, es ist, glaube ich, schon angeklungen, dass eben Plattformarbeit sehr in sehr unterschiedlichen Facetten daherkommt. Diese Fokussierung auf Plattformarbeit gleich prekär oder problematische Beschäftigung ist sicherlich nicht sachgerecht. Das zeigen zum Beispiel auch selbst die Studien, die in dem Antrag der Linken zitiert werden. Dort steht das so auch schon drin. Zum Beispiel, also das ist ein gutes Beispiel, die IT-Freelancer sind ja in der Regel Beschäftigte mit einer sehr stark nachgefragten Spezialisierung, die das Humankapital, die Fähigkeiten, die Kenntnisse, die Fertigkeiten dieser Arbeit, dieser Erwerbstätigen sind sehr gefragt und knapp am Markt und dementsprechend haben sie im Grunde genommen auch eine relativ hohe Marktmacht, obwohl sie möglicherweise Kriterien erfüllen, die hier so ein bisschen in den Anträgen anklingen, die darauf womöglich dann darauf hindeuten, dass hier ein Abhängigkeitsverhältnis vorliegt. Und genau das ist ja nicht der Fall. Deswegen haben wir ja im Grunde genommen im bürgerlichen Recht dann auch die Maßgabe, dass sämtliche Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen sind. Das halte ich in dieser Hinsicht auch für sachgerecht. Die Folge von einer breitflächigen Regulierung von Plattformarbeit für diese IT-Freelancer, die eine sehr wichtige Funktion ausfüllen in vielen Unternehmen, sind fatal, weil die Auftraggeber dann eben teilweise davor zurückschrecken, diese zu beauftragen, weil sie Angst haben müssen, dass im Nachhinein dann die Beauftragten, mit den Werkverträgen zum Beispiel Beauftragten, hinterher zu abhängig Beschäftigten erklärt werden mit entsprechenden rechtlichen und ökonomischen Folgen, die dann möglicherweise auch für die Beschäftigten selber unangenehm sein können, denn die sind in aller Regel ja auch nicht an der abhängigen Beschäftigung interessiert, sondern die wollen ja selbstständig tätig sein. Insofern wäre es sicherlich nicht nur aus Sicht der IT-Freelancer, aber aus deren Sicht ganz besonders schön und wünschenswert, wenn deren selbstbestimmte Entscheidung für die Selbstständigkeit als Lebensmodell auch respektiert werden würde. Vielen Dank, Herr Schäfer. Herr Nölke. Ja, vielen Dank. Dazu vielleicht direkte Nachfrage an Sie, Herr Schäfer, und auch an Frau Markert und Herrn Lutz. Es wurde ja schon gesagt, der Plattformmarkt ist noch recht klein und entwickelt sich gerade. Und deswegen ist es denn nach Ihrer Einschätzung nicht so, dass sich Menschen ganz bewusst für eine Teilselbstständigkeit entscheiden, beziehungsweise für eine Selbstständigkeit im Nebenerwerb? Und ist es nach Ihrer Einschätzung sinnvoll, diese Motivation mit solchen Anträgen jetzt gleich im Keim zu ersticken? Herr Schäfer. Ja, es ist in der Tat so, dass eine große Mehrheit der Plattformbeschäftigten das in der Tat im Nebenerwerb macht, also sei es neben einem Haupterwerb oder sei es, weil die Hauptbeschäftigung oder der Haupterwerbsstatus, wenn man so will, darin besteht, dass man Studierende ist zum Beispiel oder Rentner oder Schüler. Und diese Nebenerwerbsmöglichkeiten, die zielen natürlich völlig an der Fiktion vorbei. Es handelte sich hier um Arbeitnehmer, die entsprechende Schutzrechte, betriebliche Mitbestimmung und so weiter und so fort bräuchten, sondern es handelt sich wirklich
um Nebenbeschäftigungen, die von einem hohen Maß an Selbstbestimmung gekennzeichnet sind. Und das, glaube ich, wäre schon wichtig zur Kenntnis zu nehmen. Die Hauptbeschäftigten, auch da muss man, glaube ich, wie gesagt, sehr stark unterscheiden. Damit wäre diese Regulierung, die im Grunde genommen alle umfasst, ob es jetzt Hauptbeschäftigte sind oder ob es Beschäftigte sind, die ein hohes Maß an Marktmacht haben oder ein geringes Maß, die wird sicherlich nicht allen Formen gerecht. Vielen Dank, Frau Dr. Markert. Ja, vielen Dank. Ich kann mich da in großen Teilen Herrn Schäfer anschließen. Also die Anträge sind, was die Förderung von Selbstständigkeit angeht, absolut nicht förderlich. Im Gegenteil. Also wir ersticken damit Selbstständigkeit halt im Keim. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, auf Plattformen sind viele Menschen unterwegs, die sich aus Freude, aus einfach einem zusätzlichen Nebenerwerb dort aufhalten. Wir haben Studien, zum Beispiel die Bertelsmann Stiftung Studie, die halt eben nachweisen, dass diese Leute diese Flexibilität mögen, ja, dass sie nutzen. Das ist ja auch ein Aspekt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der da eine Rolle spielt. Diese Flexibilität dürfen wir diesen Leuten einfach nicht abnehmen. Ja? Also wenn wir diesen Anträgen der Linken da folgen, dann können wir im Grunde die Selbstständigkeit insgesamt abschaffen. Ja? Wir dürfen insofern einfach nicht sagen, dass es Mindestentgelte oder irgendetwas geben darf. Denn ich meine gerade zum Beispiel, das Mindestentgelt ist ja auch etwas, was Selbstständigkeit qualifiziert. Also wenn ich kein Unternehmerrisiko mehr habe, dann bin ich auch einfach kein Selbstständiger. Ne? Also insofern, wir sollten wirklich uns darauf fokussieren, dass die größte Zahl von Personen, die auf Plattformen arbeiten, zufrieden ist, dass sie das eben machen aus Spaß an der Freude, als netten Nebenerwerb, weil sie sich vielleicht noch einen zusätzlichen Urlaub finanzieren wollen, aber dass wir eben nicht davon ausgehen können, wie jetzt hier die Beschreibungen vorher sind, dass sich Plattformen insbesondere nicht an das geltende Recht halten. Also für die gelten genauso das Arbeitsrecht und das Sozialversicherungsrecht. Damit haben wir ein sehr austariertes System in Deutschland. Und wenn ich Probleme mit dem Gesetz habe oder meine, dass Gesetze nicht eingehalten worden sind, dann kann ich mich jederzeit an die Gerichte wenden und ich kann darauf vertrauen, dass Richter auch sehr neutral eben den Sachverhalt bewerten. Und deswegen brauchen wir auch erst recht keine Beweislastumkehr. Also das würde einfach auch in der Systematik von dem ganzen Sozialversicherungsrecht und Arbeitsrecht überhaupt nicht reinpassen, da einfach diese Beweislastverteilung da zu ändern. Vielen Dank, Frau Dr. Markert. Herr Dr. Lutz. Ja, gerne. Danke für die Frage. Ich würde mal sagen, die ganz große Mehrheit der Selbstständigen ist gerne und freiwillig selbstständig. Das ist eine bewusste Entscheidung und sie erleben sozusagen die Aburteilung als Zwangsangestellte, als Eingriff in diese Freiheit. Natürlich wünscht sich jeder gerne noch etwas mehr Schutz, aber nicht um den Preis einer Anstellung, die ja dann auch mit Weisungsrecht verbunden ist, die weitreichende Konsequenzen hat, auch steuerlich, dass zum Beispiel meine betrieblichen Ausgaben nicht mehr anerkannt werden. Wir haben jetzt zum Beispiel Selbstständige, die durch diese Unsicherheit, wo Auftraggeber dann die Leute in eine Leiharbeit zwingen, aufgrund der Unsicherheit mit der Statusfeststellung im IT-Bereich, die jetzt wegen Subventionsbetrugs beurteilt werden, weil sie mal eine Arbeitnehmerüberlassung angenommen haben. Also der Rattenschwanz an Folgeproblemen ist enorm. Ich glaube, dass hier viele eben von einem Weltbild ausgehen, dass jeder lieber angestellt wäre. Hier, glaube ich, könnte auch eine Befragung der Betroffenen, was die eigentlich wollen, Licht ins Dunkel bringen. Das kann jetzt nicht der Maßstab für eine sozialversicherungsrechtliche Einordnung sein. Nur wenn man die Leute sozialversicherungsrechtlich absichern will, dann muss man sich eben über eine Altersvorsorgepflicht unterhalten und nicht die Leute auf diesem kalten Weg dann versuchen zu erwischen. Ich wollte auch noch mal korrigieren, kurz, weil vorhin gesagt worden ist, ich zusammen mit den zunächst befragten Kollegen hätten gesagt, dass die Plattformarbeiter alle selbstständig sein würden. Mir ist wohl bekannt, dass das nicht der Fall ist, dass es Unternehmen gibt, die nur Angestellte haben, sondern die Aussage war hier, dass die vorhandenen Mechanismen der Rentenversicherung durchaus funktionieren. Und ich glaube, es würden sich aber durchaus viele Selbstständige wünschen, dass das Kriterium der Schutzbedürftigkeit eine größere Rolle spielt bei der Einordnung als selbstständig oder nicht selbstständig. Da finde ich dann widersprüchlich, wenn dann wiederum die Höhe des Einkommens keine Bedeutung hat.
Das sind so die Dinge von gesundem Menschenverstand der Selbstständigen, die mich fragen, wenn ich mit ihnen zu tun habe. Ja, wo einfach Leute, die 100 Euro die Stunde verdienen und einfach sagen, wieso kann ich nicht als Selbstständiger gelten? Und die vor dieser Regulierung halt auch deshalb große Angst Kommen haben. Kommen Sie langsam zum Schluss, Herr Dr. Lutz? Ja. Weil wenn ich jetzt als IT-Selbstständiger, der in einem Projekt beim Kunden arbeiten muss, dann angestellt bin und wenn ich zu Hause nicht angestellt bin, also die Menschen erleben sich als selbstständig und die wollen da sein und zwar mit ihrer ganzen Person und nicht 5 Minuten selbstständig, 5 Minuten angestellt. Ich glaube, da muss man ihnen auch ein bisschen Freiheit ermöglichen. Danke. Vielen Dank, Dr. Lutz. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der FDP-Fraktion angelangt. Da ich jetzt mehrfach schon angesprochen worden bin, noch mal ein ganz kurzer Hinweis. Wir hatten in der Obleuterunde vereinbart, dass eigentlich niemand kommt und wir es virtuell machen. Der Ausschuss schickt natürlich niemanden nach Hause, nur wenn Sie dann kommen, dann würden wir Sie schon bitten, Ihren Laptop mitzubringen, weil jetzt kann man Sie nicht sehen und ich wurde eben mehrfach nachgefragt, wer da eigentlich spricht. Also es war Herr Nölke, sage ich nochmal. Aber jetzt sind wir bei der Fragerunde der Fraktion Die Linke und da habe ich als erstes Frau Tatti. Frau Tatti, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Ori Mittenmeier, der ja auch im Ausschusssaal sitzt. Ori Mittenmeier, Sie haben selber als Gigworker bei einem Essenslieferdienst gearbeitet, bei Deliveroo. Und dort haben sowohl Festangestellte als auch Selbstständige als Fahrer und Fahrerinnen gearbeitet. Mich würde interessieren, inwieweit sich die Arbeit der Festangestellten von der Arbeit der Selbstständigen unterschieden hat. Und ob die Selbstständigkeiten auf ihren Verdienst mehr Einfluss nehmen konnten und ob die meisten sich dann auch wirklich, also die meisten der Selbstständigen sich dann auch wirklich als unternehmerisch Tätige sahen oder doch eher große Parallelen da waren zu einem Abhängigkeitsverhältnis, wie die Arbeitnehmer das bei Deliveroo hatten. Vielen Dank, Frau Tatti. Herr Mittenmeier. Ja, vielen Dank für die Frage. Tatsächlich ist es so, dass die Arbeitsbedingungen für die Festangestellten bei Deliveroo sich kaum unterschieden haben, also eigentlich gar nicht unterschieden haben von den Arbeitsbedingungen, wie die Solo-Selbstständigen es hatten. Wir sagen auch bei der NGG, dass es sich um Scheinselbstständige damals gehandelt hat unter den ganzen Arbeitsbedingungen. Der einzige oder die wenigen Unterschiede, die es dann halt gab, wenn man Solo-Selbstständig war, ist, dass man nicht in einem befristeten Verhältnis war, dass man allerdings auch komplett ohne irgendwelche Rechte war. Also man hat, also Deliveroo hat dann zu dem damaligen Zeitpunkt die Solo-Selbstständigen im Prinzip entrechtet. Also die waren vorher festangestellt. Wir hatten ja damals versucht, für demokratische Mitbestimmung zu kämpfen. Und die haben das dann, die Belegschaft dann von heute auf morgen im Prinzip in Freelancer umgewandelt und die quasi schutzlos auf die Straße zurückgelassen. Das war für uns damals ein großer Schock und zeigt auch, dass das einen ganz großen Unterschied macht und dass das auch zeigt, wie schnell sowas missbraucht werden kann. Wir haben das Problem damals gehabt, oder die Solo-Selbstständigen, die Scheinselbstständigen bei Deliveroo, hatten damals keinerlei Einfluss auf den Algorithmus gehabt. Der Algorithmus hat entschieden, welche Order sie bekommen hatten. Die hatten zum einen theoretisch die Möglichkeit gehabt, Order abzulehnen, aber das hatte dann tatsächlich dann auch Konsequenzen. Wir haben dann auch als Betriebsrat, obwohl wir als Betriebsrat gar nicht für Solo-Selbstständige damals zuständig waren, kamen dann Solo-Selbstständige zu uns und haben dann ganz verzweifelt gefragt, wir haben jetzt gerade, ja man kann es nicht anders sagen, Drohanruf von Deliveroo bekommen, wo dann gedroht worden ist, die Zusammenarbeit zu beenden, weil man dann als Solo-Selbstständiger eine Order abgelehnt hat, die einfach gar nicht wirtschaftlich war. Das heißt also, als Solo-Selbstständiger konnte man die Order nicht wirklich beeinflussen. Man war gezwungen, diese Order auszuüben. Wenn man es dann abgelehnt hat, wurde man einfach sofort aus dem Unternehmen entfernt. Das ist ein riesengroßes Problem gewesen. Und es ist tatsächlich so, dass am Anfang durch die geringe Einstiegbarrieren viele Rider erstmal gesagt haben, okay, wir wollen jetzt als Freelancer anfangen, als Solo-Selbstständiger.
und haben aber dann innerhalb weniger Wochen dann die Realität begriffen und haben gesagt, nee, es ist mir lieber, dass ich in einem befristeten 6-Monaten-Verhältnis bin, weil ich dann wenigstens die Möglichkeit habe, irgendwie meine Lebenshaltungskosten aufrechtzuerhalten. Weil wenn man sich da vor Augen führt, dass man damals nur 5 Euro pro Auftrag bekommen hat und dann pro Order mindestens 45 bis 50 Minuten gebraucht hat, dann kann man sich vorstellen, wie gering dann der effektive Stundenlohn ist und damit dann die eigenen Dienstmittel komplett zur Verfügung zu stellen. Also die mussten ja sowohl Festangestellten als auch Solo-Selbstständigen mussten dann ihre eigene Arbeitsmittel zur Verfügung stellen. Das heißt Fahrräder, Handy, alles, was dazu erfordert wird, das mussten die dann selbst finanzieren. Und das war ein riesengroßes Problem und auch der Grund, warum sie dann alle gewechselt sind, obwohl das meistens eher bedeutet, dass sich die prekäre Situation langfristig verschärft hat. Vielen Dank, Herr Mittenmeier. Die nächste Frage kommt von Pascal Meiser. Herr Meiser. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht auch an Herrn Mittenmeier. Und ich möchte den Fokus noch ein bisschen auf dem Thema betriebliche Mitbestimmung lassen. Herr Mittenmeier, Sie haben ja als Beschäftigter im Betriebsrat bei einem Plattformbetreiber mitgegründet. Und da würde mich nochmal sehr interessieren, was Sie da für Erfahrungen gemacht haben, sind darüber hinaus ja bei der Initiative Liefern am Limit aktiv, haben da auch andere Plattformbetreiber kennengelernt. Also wie bewerten Sie den Umgang dieser Plattformbetreiber mit dem Thema betriebliche Mitbestimmung? Herr Mittenmeier. Die Plattformökonomie, es ist schon so, dass wir die ganze Zeit umgangen worden sind als Betriebsrat. Also wir hatten keinerlei Möglichkeiten, Zugriff auf Informationen zu bekommen. Das ist ja ein ganz großes Problem, dass Unternehmen wie Deliveroo eine Informationsmacht hatten, also dass sie Informationen auf sich konzentriert hatten, dass wir nicht unsere betriebsrätliche Arbeit vernünftig ausführen konnten. Wir hatten das Problem natürlich auch, dass wir nicht geschützt waren vor befristeten Verträgen und dann aber auch Tausende von Solo-Selbstständigen hatten, die uns jeden Tag anschrieben und versucht haben, irgendwie Tipps von uns zu bekommen. Und wir konnten die aber nicht vertreten, weil die halt eben nicht im arbeitnehmerrechtlichen Status zu betrachten waren. Und das wusste Deliveroo auch ganz genau, dass wir da relativ hilflos waren, in Anführungszeichen, sodass sie diesen Zustand auch ausgenutzt haben. Das wird ja bis heute weitergetrieben. Ich meine, wenn man sich Lieferando halt anguckt, sieht man auch, dass da Betriebsräte immer wieder versucht wird, aus dem Unternehmen zu entfernen, indem befristete Verträge nicht verlängert werden. Vielen Dank. Herr Meiser. Ja, an Herrn Mittenmeier noch eine konkrete Nachfrage dazu. Wäre es vor diesem Hintergrund aus Ihrer Sicht hilfreich, wenn die auf Plattformen arbeitenden Menschen, insbesondere die arbeitnehmerähnlichen Selbstständigen, aber die Solo-Selbstständigen, in die betriebliche Mitbestimmung einbezogen würden? Und mit Blick auf welche Themen, konkreten Themen der Mitbestimmung, wäre das besonders wichtig? Herr Mittenmeier. Also es braucht ganz klar Regelungen, es braucht nach unten in dem Niedriglohnsektor, gerade bei den Lieferdiensten braucht es tariflich geregelte Arbeitsbedingungen, es braucht guten Lohn und es braucht auch demokratische Mitbestimmung, gerade für Solo-Selbstständige, weil wir halt sehen, dass sie sich in extrem prekären Verhältnissen befinden und dann sonst keine Möglichkeiten haben, sich gegen solche Arbeitsbedingungen wehren zu können. Also ja, wir brauchen auch, aber auch als Betriebsrat die Möglichkeiten, Zugriff auf Informationen zu bekommen, damit wir vernünftig handeln können. Und auch Zugangsmöglichkeiten für die Gewerkschaften müssen verbessert werden. Das heißt, auch Kommunikationskanäle müssen geschaffen werden, sodass die Gewerkschaften eine Art digitales schwarzes Brett auch schaffen können, mit denen die Belegschaften auch informiert werden können. Vielen Dank, Herr Mittenmeier. Frau Tatti, 59 Sekunden haben Sie noch. Frau Wenkebach, ich würde Ihnen gerne, Frau Dr. Wenkebach, eine Frage stellen. In unserem Antrag zum Crowdwork schlagen wir für die Solo-Selbstständigen ein Mindestentgelt bei der ortsunabhängigen Plattformarbeit vor, also zum Beispiel in Anlehnung an den Mindestlohn. Halten Sie das für sinnvoll und praktikabel? Und wie hoch sollte der Aufschlag des Mindestlohns sein, auf den Mindestlohn sein, damit er die Solo-Selbstständigen nicht schlechter stellt als abhängig Beschäftigte? Frau Dr. Wenkebach mit der Bitte um eine kurze Antwort. In 59 Sekunden Fragen beantworten über die 100 Seiten lange Rechtsgutachten geschrieben worden. 20 Sekunden sind es nur noch. Nein, ich muss da auf meine schriftliche Stellungnahme verweisen. Wir haben da im HSI-Expertise vorgelegt, dass es rechtlich möglich wäre. Allerdings ist es durchaus so, dass es einige rechtliche Hürden gibt, die dabei zu beachten wären. Da kann ich sozusagen nur auf das verweisen, was ich in der Stellungnahme geschrieben habe. Aber das ist natürlich, wenn man Mindestbedingungen sichern will, ein möglicher Ansatz.
Vielen Dank, Frau Dr. Wenckebach. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der Fraktion Die Linke angelangt und kommen jetzt zur Fragerunde der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und da hat sich als erstes Beate Müller-Gemmicke gemeldet. Frau Müller-Gemmicke, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Bevor ich meine Frage stelle, muss ich ganz kurz, die Bertelsmann-Studie ist ja ein paar Mal angesprochen worden und das ist alles nicht so schön, weil dort steht nämlich ganz klar drin, dass diejenigen, die auf Plattformen arbeiten, sehr wohl die fehlende soziale Absicherung kritisieren und außerdem unfaire, unzureichende Einkommen, die ständige Verfügbarkeit und keine feste Arbeitszeiten. Also das ist so ein bisschen unter den Tisch gerutscht eben und von der wollte ich es kurz ansprechen und damit bin ich auch schon bei meiner Frage an Veronika Mürschel von Verdi. Sehen Sie eine gesonderte, also extra rechtliche Regelungsbedarf, der gezielt auf die Plattform abstellt? Frau Entschuldigung, ja, ich bin wie Frau Wenckebach gleich los. Vielen Dank für die Frage. Generell sage ich, die Rahmenbedingungen zur Einordnung der Status sind ja weitestgehend klar. Wir haben natürlich eine bestimmte Regelungsbedarf, was die Frage Betriebsbegriffe, Definition, was die Frage, wie weit können sich Plattformen reduzieren auf ihren technischen Support, anstatt als Arbeitgeber. Also an diesen Stellen haben wir mit Sicherheit noch Nachschärfungsbedarf. Ich will darauf hinweisen, dass es diese prekären Beschäftigungsbedingungen, auf die abgezielt wird, gerade in Sachen zum Beispiel Gig Work, natürlich auch schon vor den Plattformen, vor der Plattformvermittlung gab. Ich verweise nur auf die Paketdienstleister etc. pp., die seinerzeit schon unter Situationen arbeiteten, die mit Sicherheit eines besseren Regelungsbedarfs bedurft hätten. Insofern freue ich mich übrigens, dass die Anträge eingebracht worden sind, weil die Diskussion dazu nochmal aufgebracht wird. Aber wie gesagt, Nachschärfungsbedarf, was die Rahmenbedingungen angeht, ja, aber gesonderte Regelungsbedingungen sehe ich nicht. Vielen Dank, Frau Müller-Gemmicke. Ja, vielen Dank. Dann frage ich jetzt konkret nach, sollten die Erwerbstätigen in der Gig-Ökonomie im ersten Schritt als abhängig Beschäftigte beurteilt werden oder sollte ganz grundsätzlich, ganz einfach das Statusfeststellungsverfahren angewandt werden? Und welche Vorstellung hat denn Verdi, wie die Probleme, die es nun mal gibt beim Staat, also es gibt ja statusrechtliche Grauzonen und wie diese Probleme irgendwie behoben werden könnten? Frau Mürschel. Danke Ihnen. Es ist ja schon herausgearbeitet worden, dass die Abgrenzung Gigwork etwas unscharf ist, ich sag's mal so. Also wo fängt Gigwork an, wo hört Gigwork auf, wo ist es sozusagen eher in Richtung Crowdwork, wie es in dem anderen Antrag benannt wird. Das halte ich für eine etwas schwierige Angelegenheit. Grundsätzlich muss man ja vielleicht doch noch mal ganz kurz erwähnen, dass es keine Definition von Selbstständigkeit gibt und dass es also keine rechtliche Definition von Selbstständigkeit gibt und dass wir tatsächlich auch noch mal schauen müssen, Herr Tiede hatte das schon mal angesprochen und rausgearbeitet, es gibt auch keine einheitliche Definition nach dem Arbeits- und nach dem Sozialrecht, also auch das ist natürlich noch eine Thematik, die passieren müsste. Wir sind sehr für diese Frage, Beweislastumkehr ohne Frage, also da ist ein Handlungsbedarf, das will ich nicht bestreiten. Wir könnten durchaus mal über die Frage nochmal diskutieren, einen Kriterienkatalog wasserfest zu machen. Also es gab ja einen Vorstoß unter dem BMAS, von Frau Nahles, als man damals den 611 sozusagen nachschärfen wollte und dann die sozusagen das Richterrecht auch mal in gesetzliches Recht gießen wollte und sagen wollte, so könnten Kriterien durchaus gestaltet werden. Ich verweise auch noch mal vielleicht auf diese kalifornische Regelung, dieses ABC-Test. Vielleicht sollte man sich das auch noch mal genauer anschauen, was da an Möglichkeiten ist, zu sagen, welcher Status ist denkbar. Also ich halte das für einen ganz entscheidenden Faktor, der einer bestimmten Regelungs- oder zumindest mal eines genaueren Betrachtung bedarf. Vielen Dank, Frau Mischel. Frau Müller-Gemmicke. Ja, vielen Dank. Nochmal eine Frage an Veronika Mürschel.
Könnten Sie uns vielleicht noch mal Ihre Forderung nach branchenspezifischen Mindestvergütungen näher erläutern? Frau Mischel. Ja, vielen Dank. Es ist ja immer eine Diskussion. Also wir hatten seinerzeit, als der gesetzliche Mindestlohn aufkam, ging bei uns natürlich auch die Diskussion mit den ehrenamtlichen Gremien. Wir haben ja durchaus unsere ehrenamtlichen Gremien. Zu sagen, boah, das ist ja super, jetzt wird gesellschaftlich anerkannt, dass Arbeit nicht in der Form sozusagen nicht wertgeschätzt werden kann. Also könnten wir uns doch da draufsetzen. Also auf diese Frage, wollen wir nicht auch ein gesetzliches Mindesthonorar haben? Faktum ist, die Tätigkeiten sind so unglaublich unterschiedlich. Zu sagen, da wollen wir ein bestimmtes Untermaß haben, dass dadurch die Frage entstanden ist, gibt es dann nicht in bestimmten Tätigkeiten schlichtweg Selbstständigkeit als Dumping weiterhin, selbst wenn wir ein gesetzliches, also deswegen haben wir gesagt, wir wollen auf die Tätigkeiten bezogen, also branchenspezifische Tätigkeiten bezogen, einen Maßstab haben, um innerhalb dieser Vergleichsgröße branchenspezifische Mindesthonorare aufzusetzen. Vielen Dank, Frau Müller-Gemmicke. 2 Minuten noch, Frau Müller-Gemmicke. Könnten Sie vielleicht noch mal erläutern, wie diese Branchen, wie das berechnet werden kann oder die Vorstellung, wie müssen wir uns das vorstellen, dass solche branchenspezifischen Vergütungen, also wie können die entstehen? Vielleicht können Sie uns das noch mal erläutern und ich würde noch ganz kurz dann fragen, wie Sie das sehen, dass es die Forderung gibt, dass es auch Interessensvertretungen für Plattformerwerbstätige gibt. Frau Mischel. Zur letzten Frage kann ich sagen, natürlich, selbstverständlich, ich bin Gewerkschafterin und für diese Gruppe zuständig. Aber ich komme noch mal ganz kurz auf die branchenspezifischen. Gehen wir mal von der Frage aus, die vorhin schon dargestellt worden ist, das Beispiel Bildkonfektionierung. Ich klickere Bilder, wo Pumps drin sind und Stöckelschuhe und so, um unterschiedliche Darstellungen darzustellen. Und andere arbeiten zum Beispiel mit konfektionierten Werbetexten, ich sag's mal so. Dann ist ja die Frage, an welcher Tätigkeit, die in der analogen Welt auch unterwegs sind, orientiere ich mich in der Frage meiner Preisfindung. Das ist das Entscheidende. Wie sind dann auch die Rahmenbedingungen, die ich mitbringen muss, um diese Arbeit überhaupt leisten zu können? Was muss mir sozusagen noch erstattet werden? All das hat Professor Bayreuth übrigens sehr, sehr gut in seinem Gutachten ausgearbeitet, zu sagen, ist es denn überhaupt realistischerweise möglich, ist es nicht sinnvoll, branchenspezifische Honorare aufzusetzen, die eben die Rahmenbedingungen der jeweiligen Tätigkeit stärker beachten und betrachten? Ich will auch nochmal darauf hinweisen, dass es bestimmte Tätigkeiten gibt, die gar nicht nach Stunden bewertet werden können, wenn es nämlich um Werke geht. Und dann sind wir in einer ganz anderen Diskussion, da reden wir nicht mehr über messbare Stundensätze, die mit einem Mindestlohn sozusagen oder Mindesthonorar abzuarbeiten sind. Vielen Dank, Frau Mirschel. Damit sind wir auch am Ende der Fragerunde der Fraktion Bündnis 90 Die Grüne angelangt. Und wir kommen jetzt zur freien Runde. Und da hat sich als erstes Thomas Heilmann für die Unionsfraktion. Was, okay? Herr Heilmann, Sie haben das Wort. Mit der Technik gekämpft, Herr Bartke, vielen Dank. Darf ich jetzt nur an eine Frage an einen stellen in der Fragerunde oder darf ich eine kombinierte Frage stellen? Eine Frage an einen. Dann würde ich gerne nochmal an den Vertreter des IW stellen. Die Missbrauchsschilderungen, die wir haben, hatten wir ja bisher eigentlich vorwiegend in der Zustellbranche. Und da könnte man sich ja auch Regulierungen vorstellen, die ja weniger was mit Sozialversicherungsrecht als mit Missbrauch von Marktmacht zu tun haben. Gibt es denn überhaupt, wenn Sie das Modell von Frau Mischel gerade gehört haben, überhaupt weitere Subsegmente, wo Sie sagen, da sehen Sie einen erhöhten Bedarf? An wen geht die Frage? Ich hatte an den IW gesagt, aber ich würde natürlich sehr gerne auch an den Verband der Selbstständigen. Herr Schäfer, ja? Dann Herr Schäfer, Sie haben die Frage. Ja, vielen Dank. Bei der Zustellbranche ist es ja so, das ist ja gar nicht so eine typische Plattformbeschäftigung. Also das ist ja eigentlich
Da haben wir es ja eher mit Unternehmen zu tun, die sozusagen Subunternehmer über das Modell Selbstständige einsetzen. Das ist nicht wirklich eine Plattform. Und ich glaube, das ist auch nicht das, was in den Anträgen hier beschrieben worden ist. Insofern ist der Verweis auf gegebenenfalls existierende Missstände in diesem Bereich eigentlich verfehlt, weil die mag es geben oder auch nicht, aber sie können ja nicht prototypisch für Plattformen sein, wenn es sich in Wirklichkeit gar nicht um Plattformbeschäftigung handelt. Ich glaube, dass im weitesten Sinne diese latente Missbrauchsunterstellung so ein bisschen abzielt auf Microtasks, also so auf sehr geringe, zeitlich sehr geringe Aufgaben, die praktisch in Minuten oder teilweise in Stunden erledigt werden können für verschiedene Auftraggeber und von verschiedenen Auftragnehmern. Das ist ganz weit weg im Grunde genommen von einem klassischen Beschäftigungsverhältnis und als solches, glaube ich, muss man auch einfach zur Kenntnis nehmen, dass die Logik der sozialen Absicherung im Rahmen eines abhängigen Beschäftigungsverhältnisses auf solche Formen der Erwerbstätigkeit nicht anwendbar ist. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion der Kollege Kapschak. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Professor Weber. Herr Weber, wie beurteilen Sie die aktuelle soziale Absicherung für Solo-Selbstständige in der Plattformarbeit? Sehen Sie Handlungsbedarf etwa im Bereich der Absicherung in der Rentenversicherung und bei gefahrgeneigten Tätigkeiten wie zum Beispiel Fahrradkurieren in der Unfallversicherung? Und wie könnten sich Plattformunternehmen daran beteiligen? Professor Weber. Ja, vielen Dank. Also grundsätzlich sehe ich die gegenwärtige Situation der sozialen Absicherung in der Plattformwirtschaft als ungenügend. Dafür gibt es hinreichende Forschungsevidenz, auch wenn der Untersuchungsgegenstand natürlich nicht immer ganz klar abzugrenzen ist. Aber dieses Ergebnis ist ein glasklares. Und da geht es nicht nur darum, was das jeweilige nationale Sozialversicherungsrecht denn generell ermöglichen würde. Denn wir sehen dieses Ergebnis quer durch alle Länder. Das heißt, wir sehen, es ist da auch einfach eine Frage, die Absicherung wirklich effektiv und in der Breite besser hinzubekommen. Und genau deswegen habe ich ja dieses digitale soziale Sicherungskonzept ausformuliert, weil das eins ist, das unmittelbar zugreift und automatisch die soziale Absicherung sicherstellt. Und das ist auch durchaus schon auf Anklang gestoßen. Auch viele Plattformen sind da übrigens interessiert und sehen das durchaus positiv, also nicht als Belastung, sondern als eine sehr effiziente Möglichkeit, wie man auch in ihrem Markt ein nachhaltigeres Geschäftsmodell fördern kann. Und deswegen bin ich der Meinung, in so eine Richtung zu denken, direkt an die Plattform ranzugehen, das ist wirklich eine gute Sache. Und das gilt übrigens nicht nur für die Rentenversicherung, das gilt zum Beispiel auch für die Unfallversicherung. Also wir sehen in den Forschungsergebnissen, Krankenversicherung normalerweise noch gut, Rentenversicherung, naja, so mittelprächtig abgedeckt, Unfallversicherung und Arbeitslosenversicherung eigentlich gar nicht mehr. Obwohl die Risiken natürlich auch bei der Unfallversicherung in bestimmten Berufen offensichtlich sind. In anderen sind sie sicherlich niedriger, aber das gilt ja grundsätzlich bei Berufen. Also da kann man ja zu einer Abgrenzung und Abstufung kommen. Deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall auch hier wäre eine Einbeziehung sinnvoll und da ist das DSS-System auch neutral. Also an welcher Sozialversicherung das angeschlossen wird, das ist erstmal völlig neutral und kann durchaus vom nationalen Gesetzgeber auch frei entschieden werden. Vielen Dank, Herr Weber. Für die AfD-Fraktion Herr Schneider. Danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an die Arbeitgeberverbände, an Herrn Wolf. Sie bezeichnen die Regelung der freiwilligen Arbeitslosenversicherung ja grundsätzlich für ausreichend, mahnen aber Änderungen bei der Höhe des Arbeitslosengeldes und bei den Ausstiegsregeln an. Können Sie das vielleicht noch mal etwas konkreter erläutern? Herr Wolf. Ja, vielen Dank für die Frage. Wir halten tatsächlich die Arbeitslosenversicherung für nicht geeignet, zwangsweise auf Selbstständige übertragen zu werden, weil die Arbeitslosenversicherung ähnlich auch bei der Unfallversicherung als Maßstab der sozialen Absicherung
nur in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis vorhanden ist. Bei einem Selbstständigen ist das in dieser Weise nicht der Fall und deswegen sollte an dieser Stelle auch keine Änderung erfolgen. Wir haben allerdings viel Verständnis für den Vorschlag aus dem Koalitionsvertrag, wenn auch nicht eine gesetzliche Sicherung, Pflichtsicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung, wohl aber eine Pflicht zur Altersvorsorge zu schaffen. Ich glaube, das wäre ein richtiger Weg, auch die Diskussion um die Selbstständigen zu entschärfen und einen Beitrag zur Befriedung in dieser Diskussion herbeizuführen. Die Sicherung in der Altersvorsorge wäre dafür eine notwendige Maßnahme, von der ich aber leider in dieser Legislaturperiode wohl keine Umsetzung mehr erwarte. Dazu ist die Zeit wohl etwas fortgeschritten. Vielen Dank, Herr Wolf. Als nächstes die Frage für Bündnis 90 Die Grünen von Frau Müller-Gemmecke. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht wieder an Veronika Mürschel. Sehen Sie denn Möglichkeiten, wie Vergütungen kollektivrechtlich durchgesetzt werden können? Und wenn ja, wie kann das, soll das konkret gehen? Frau Mürschel. Ja, vielen Dank. Wir haben ja im Tarifvertragsgesetz, darauf ist ja vorhin schon abgezielt worden, die Möglichkeit, ich sage jetzt mal tarifliche Rahmenbedingungen für arbeitnehmerähnliche Personen zu gestalten. Das wäre ein Weg, wie die Linke in ihrem Antrag auch vorschlägt, diese Absenkung auf ein Drittel eines Einkommens von einem Arbeitgeber oder Auftraggeber in dem Falle abhängig zu machen, was den Status betrifft. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist natürlich zu sagen, kommen wir über das Kartellrecht doch wieder, bei einer Änderung des Kartellrechts doch wieder in die Fähigkeit, bestimmte Empfehlungen auch rauszugeben, um zu sagen, für diese Tätigkeit wäre diese und jene Honorierung angebracht. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion Herr Nölke. Ja, eigentlich würde mich ja gerne mal interessieren, wann und warum jeder Sachverständige, jede Sachverständige das letzte Mal einen Plattformdienstleister in Anspruch genommen hat. Da ich aber nur eine Frage an einen Sachverständigen richten darf, nochmal an Holger Schäfer. Wie wichtig ist nach Ihrer Einschätzung die Flexibilität, gerade für junge deutsche Plattform-Startups, die der flexible Einsatz von Freelancern bietet, um wachsen und sich im Markt behaupten zu können? Ja, das ist schon, danke. Das ist schon sehr wichtig, weil natürlich die Plattform, die Spezialisierung, das Geschäftsmodell der Plattform ist ja in aller Regel nicht die Bereitstellung der Leistung an sich, sondern es ist eine Bereitstellung der Möglichkeit der Austauschbeziehung von Anbietern und Nachfrage. Das heißt, die stellen einen relativ effizienten Markt bereit, der gekennzeichnet ist durch geringe Transaktionskosten und durch eine hohe Transparenz. Und diese sehr effizienten Märkte, die werden natürlich gefährdet durch eine derart breite Form von Regulierung, weil die Plattformen, die eben dieses Marktmodell anwenden, gar nicht daran interessiert sind. Die wollen und können gar nicht selber als Anbieter von solchen Leistungen auftreten. Und die Plattformen, die beides machen, die sowohl diesen Marktplatz bereitstellen, als auch selber als Nachfrager von Leistungen auftreten, die würden natürlich entsprechend ihre Tätigkeiten einstellen. Also insofern wäre das für die Plattformen und dann eben auch für diese gesamte Wirtschaft von Nachteil, weil das effiziente Marktmodell eben in seiner Entwicklung eingeschränkt werden würde. Im Übrigen auch negative Auswirkungen für die Selbstständigen selber, die sich der Plattform als Akquisitionsort bedienen, weil sie natürlich weniger Möglichkeiten haben, Aufträge zu akquirieren. Und nochmal zurückzukommen auf diese Frage des Mindestentgeltes, dort eben auch gar keine Chance haben, sozusagen durch einen geringeren Preis überhaupt einen Zugang in den Markt zu finden. Und über einen geringeren Preis die Chance haben, gegenüber von vielleicht erfahrenen und effizienteren Anbietern zu konkurrieren. Diese Chance wird Ihnen genommen. Vielen Dank. Und als letzte Fragestellerin haben wir für die Fraktion Die Linke Frau Tatti. Danke, Herr Vorsitzender. Die Frage geht an die Frau Barth von der IG Metall. Wir wollten in unserem Antrag ja die Plattform tätigen, die Möglichkeit auch Tarifverträge zu verhandeln und abzuschließen. Und da würde mich interessieren, was Sie von unserem Vorschlag einer De-Minimis-Schwelle von 100.000 Euro Jahresumsatz
halten, ob sie dafür geeignet sind, den Vorwurf einer verbotenen Kartellbildung zu begegnen. Frau Barth. Irgendwo ist ein Mikro an. Es halt ganz schrecklich. Ich verstehe fast gar nichts. Irgendwo muss was ausgestellt werden. Wir sind dran. Dennoch jetzt Frau Barth. Frau Barth, Sie haben das Wort. Wir hören Sie nicht. Frau Barth, wenn Sie mich hören, Sie haben das Mikrofon ausgeschaltet nach meinem Monitor, können Sie es anschalten und dann könnten Sie auch die Frage beantworten. Frau Tatti, haben Sie gegebenenfalls noch jemanden anders, den Sie fragen können oder jemand andere? Ja, es ist natürlich bedauerlich, aber wenn die Frau Barth jetzt gerade nicht hier ist, würde ich nochmal an die Frau Dr. Wenkenbach, die Frau Dr. Wenkenbach ansprechen mit meiner vorherigen Frage, für die keine Zeit blieb. Vielleicht können Sie nochmal ausführen, wie Sie das Mindestentgelt in der ortsunabhängigen Plattformarbeit bewerten in Anlehnung an den gesetzlichen Mindestlohn, ob Sie das für sinnvoll und praktikabel halten und wie hoch ungefähr ein Aufschlag auf den Mindestlohn sein sollte, damit die Solo-Selbstständigen nicht schlechter gestellt sind als abhängig Beschäftigte. Frau Dr. Wenkenbach. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich bin jetzt zu verstehen. Die Vanessa Barth hatte mir gerade auch geschrieben, dass sie irgendwie technische Probleme hat, also anscheinend war da der Empfang irgendwie gestört. Die Mindestentgelte, wie gesagt, es gibt dann einen Vorschlag von unserem Institut, wie das geregelt werden könnte. Es müssten halt einige europarechtliche Hürden genommen werden und natürlich stellt sich praktisch auch die Herausforderung, wie man zum Beispiel Themen, die wir hier in diesem Ausschuss auch schon behandelt haben, die noch nicht geklärt sind, wie zum Beispiel Arbeitszeiterfassung, das müsste damit sozusagen zusammen angegangen werden. Und es gibt natürlich auch diese großen Unterschiede, die hier schon beschrieben worden sind, in den Tätigkeiten und in den Branchen. Aber es gäbe sicherlich die Möglichkeit, das aufzugreifen, wie wir es getan hätten. Man müsste dann natürlich präzise regulieren. Ich würde da jetzt, glaube ich, nicht mehr in die Details einsteigen in der Kürze der Zeit, um eben zum Beispiel nicht mit Kartellverboten in Konflikt zu kommen und eben auch eine Lösung zu schaffen, die dann nicht gleich wieder umgangen werden kann, indem zum Beispiel Zeit dann nicht erfasst wird oder die Problematik auch, dass eben AGB gemacht werden. Das ist ja ein Thema, das auch wichtig ist. Ich glaube, da kam die Frau Barth am Anfang in ihrer Frage nicht mehr entscheidend drauf, dort anzusetzen. Was, glaube ich, enorm wichtig wäre, wäre eben diese Zugangsrechte zu schaffen, sodass es jenseits von dem individuellen Vorgehen eines Beschäftigten gegen die Plattform oder einen Arbeitgeber, wenn es denn einer ist, noch andere Möglichkeiten zu schaffen. Sie haben ja das Verbandsklagerecht in Ihrem Antrag drin. Also solche Regelungen machen natürlich nur Sinn, wenn sie durchsetzbar sind und auch überprüfbar sind. Und da reden wir ja auch in ganz anderen Branchen außerhalb der Plattform vom Ökonomie schon über erhebliche Defizite in der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung. Das sind Aspekte, die ich bei so einer Mindestentgeltregelung zu bedenken geben würde. Vielen Dank, Frau Dr. Wenkenbach. Damit sind wir am Ende der unserer Sachverständigenanhörung angelangt. Ich freue mich, dass Sie am Ende noch so eine gute Interaktion hatten, dass Frau Dr. Wenkenbach eingesprungen ist für die Frau Barth, die ausgefallen ist wegen technischer Schwierigkeiten. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die heutige Anhörung und ich muss gestehen, das sage ich auch nicht jeden Tag, ich habe heute viel gelernt über moderne Arbeitsformen und deren rechtlichen und wirtschaftlichen Einordnung und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund und noch einen schönen Arbeitstag. Tschüss. Vielen Dank.